Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich glaube, es sind noch nicht alle ganz zurück aus der Mittagspause, aber wir fangen mal langsam an und schauen uns auch gleich an, was Sie über die Mittagspause, oder Sie können auch jetzt gerne nochmal sich einloggen, wenn Sie möchten. Es bleibt dann eh noch ein bisschen offen. Was Sie als besonders relevante Abfall- bzw. Reststoffströme in Österreich für die stoffliche Nutzung sich ausgesucht haben. Relativ präsent sehen wir Holz und Textilien direkt darunter auch relativ deutlich, sowie Kunststoffe. Das passt natürlich auch ein wenig in die Vorträge, die wir jetzt als letztes gehört haben. Was noch relativ wenig vorkommt, wir sehen es ganz unten links, aber auch neben den Kunststoffen die Bioabfälle, Abfalllebensmittel. Das bildet zugleich die Überleitung zu unserem ersten Vortrag von drei Vorträgen in diesem Block. Und zwar wird der von Peter Stipsitz gehalten werden. Und er wird sich mit der Verwertung biologischer Abfälle im städtischen Bereich zur Herstellung biobasierter Produkte befassen. Herr Stipsitz ist seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der TBW Research und ist dort an der Entwicklung von Prozessen der Bioraffinerie beschäftigt. Und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag. Ja, danke für die einleitenden Worte und auch für die Möglichkeit, dass ich das Vested-Projekt hier heute vorstellen darf. In Vested haben wir in den letzten 4 Jahren, also 27 Partner aus 10 verschiedenen Ländern in einem EU-Projekt an der stofflichen Nutzung von Bioabfällen in Städten gearbeitet. Es ging darin vor allem um eine Maßstabsvergrößerung. Es wurden 10 verschiedene Wertschöpfungsketten in 7 Pilotanlagen demonstriert. Das Problem, das wir mit dem Projekt angehen wollten, ist der Umgang mit biogenen Abfällen in Europa. Der überwiegende Teil, also etwa 60%, landet in der EU nach wie vor auf meist offenen Deponien, verrottet dort und führt neben anderen Umweltproblemen auch zu 3% der EU-weiten Treibhausgasemissionen. Das Problem beginnt dabei schon bei der getrennten Sammlung auf der Landkarte. Ich glaube, man erkennt es jetzt nicht so gut. Die blauen Kategorien sind Länder, wo pro Einwohner nur sehr wenig bis gar kein Biomüll getrennt gesammelt wird. Hier gibt es also in großen Teilen von Europa noch gewisse Defizite, da fehlt noch die Infrastruktur, die natürlich auch etwas kostet. Auch dieses Problem wollen wir mit dem Projekt angehen. In dem Projekt haben wir uns vor allem auf den Mittelmeerraum konzentriert, mit Partnern in Spanien und in Griechenland, die dort an akzeptierten Mülltrennsystemen gearbeitet haben. Die Lage in Österreich sieht natürlich um einiges besser aus. Die Infrastruktur ist gut aufgebaut, die leistet man sich ja auch. Was die Akzeptanz der Mülltrennung angeht, so landen aber trotzdem noch 20% der Bioabfälle, der kommunalen Bioabfälle im Restmüll. Und weil die Bioabfälle so einen hohen Wasseranteil haben, reduziert das auch den Heizwert. Was also, wenn wir jetzt, wie vorhin besprochen, mit den hohen Energiepreisen ein bisschen mehr in Richtung energetischer Nutzung gehen wollen, kann es auch in die Richtung gehen, dass man die Bioabfälle aus dem Restmüll noch rausbekommt. Die Verwertung zu Kompost und Biogas ist ja etabliert, was prinzipiell sehr gut ist. Es gibt aber noch Potenzial für hochwertige Produkte, also zur höheren stofflichen Nutzung von Abfällen. Damit nun die im Aufbau befindlichen Mülltrennsysteme in Spanien und in Griechenland noch angenommen werden, haben die Projektpartner dort an einer breit angelegten Bewusstseinskampagne gearbeitet, wo vor allem die hochwertigen Produkte als Motivation dienen sollen, dass der Bevölkerung also bewusst gemacht wird, aus eurem getrennt gesammelten Abfall wird was Sinnvolles hergestellt, das auch für die Stadt sinnvolle Produkte sind. Es wurden verschiedene Workshops in Schulen organisiert, auch Straßenstände, und auch durch die Pandemie bedingt hat sich das zum Teil dann ins Internet verlagert und wurde die
Informationskampagne unter dem Motto Join the Loop durchgeführt. Die findigen Projektpartner haben ja auch ein Müll-Rennspiel aufgebaut, das einen spielerischen Zugang zu dem Thema ermöglichen soll. Jetzt aber zum technischen Teil des Projekts. Die Herausforderung im Umgang mit diesen Bioabfällen ist ganz klar, das ist sehr heterogen, nicht beständig. Da können Fruchtfliegen genauso drinnen sein wie Fäule und Schimmel. Damit man also an die hochwertigen Naturprodukte herankommt, hat man einen anderen Ansatz verfolgt, nämlich die spezifische Sammlung von einzelnen Reststoff- oder Abfallquellen. Da sind die Möglichkeiten von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. So wurden etwa in der spanischen Küstenstadt Valencia Fischereiabfälle von Märkten gesammelt und dann gekühlt zur Verarbeitung transportiert. Ein Beispiel, das für Wien sicher auch relevant wäre, ist die getrennte Sammlung von Kaffeesatz, die hier in Zusammenarbeit mit Kaffeehäusern, Restaurants und Hotels durchgeführt wurde. Nun komme ich zur Prozessentwicklung. Da waren sehr viele Partner in dem Projekt beteiligt. Deswegen werde ich das jetzt nur einen groben Überblick mal geben und nicht so sehr ins Detail gehen. Der erste Teil der Prozesse beschäftigt sich damit, wie bekommen wir die hochwertigen Naturprodukte, Naturstoffe aus den spezifisch gesammelten Rohstoffen heraus. Da kommen im ersten Schritt mal Extraktionen zum Einsatz, wo wir zum Beispiel die bioaktiven Substanzen wie Polyphenole und verschiedene Antioxidantien aus dem Kaffeesatz holen, genauso wie die öligen Bestandteile. Am Beispiel der Fischabfälle wurde hier Kollagen extrahiert, um Gelatine herzustellen. In den weiteren Verarbeitungsschritten, meistens durch Fermentation, aber im Vesta-Projekt auch durch Insektenzucht zur Herstellung von Futtermitteln, werden hier die restlichen wertvollen Inhaltsstoffe wie Proteine, ölige Bestandteile, Zucker noch weiter verwertet. Bei den Produkten hat man sich hier hauptsächlich auf den Lebens- und Futtermittelbereich spezialisiert, eben um möglichst viel Wertschöpfung aus dem Rohstoff herauszubekommen. Außerdem wurden hier auch die öligen Bestandteile aus dem Kaffeesatz zu biologisch abbaubaren Kunststoffen verarbeitet. Die danach noch verbleibenden Reststoffe aus den Prozessen können immer noch zu Kompost oder Biogas verarbeitet werden. Man holt sich lediglich davor wertvolle Substanzen heraus. Der zweite Teil der Prozesse beschäftigt sich dann damit, wie gehen wir mit diesen heterogenen Müllfraktionen aus den Haushalten um. Außerdem wurden hier auch die zellulosehaltigen Reststoffe aus dem Altpapierrecycling, also was vom Altpapierrecycling nicht aufgenommen wurde, was hier zurückbleibt, wurde herangezogen und aus der Abwasserreinigung. Hier braucht es besonders robuste Prozesse, eben um mit diesem variablen Rohstoff umzugehen. Hier kommen eben Enzyme zum Einsatz, um die enthaltenen Zucker freizusetzen, um sie fermentieren zu können. Ja, im Westop wurde hier Ethanol hergestellt, denkbar sind aber auch viele andere Fermentationsprodukte. Unser Teil als TBW Research war nun aufbauend auf dem hergestellten Ethanol, ein hochwertiges Lösungsmittel, Ethyllactat herzustellen. Das ist ein Milchsäureester, der in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommt und biologisch abbaubar ist. Außerdem haben noch die Projektpartner auf Kreta Klärschlamm pyrolysiert, um Biokohle herzustellen, die als Bodenverbesserer den Ertrag bei Paradeisern gesteigert hat. Damit diese technischen Lösungen dann auch in die Umsetzung kommen, war es auch Teil des Projekts, die Rahmenbedingungen für die Bioraffinerie zu verbessern. So hat man sich mit den Projekten, mit den verwandten Projekten Scalipur, Value Waste, Hoop und City Loops zusammengeschlossen, um gemeinsam Politikempfehlungen auf EU-Ebene einzubringen. Da ging es also
zum einen um konkrete Recyclingsziele für biologische Abfälle und auch um eine Verbesserung der Begriffe Nebenprodukt und Abfall, um manche Prozesse erst rechtlich möglich zu machen. Außerdem um einen erleichterten Marktzugang der Produkte. Außerdem wurden die Ergebnisse von WasteUp auch an das verwandte Projekt HOOP weitergegeben. Das ist ebenfalls ein EU-gefördertes Projekt, das das Ziel hat, die bereits entwickelten Lösungen in die Umsetzung zu bringen. Hier wurde eine Wissensplattform aufgebaut für die Zuständigen in den Müllverwertungsbetrieben und den Institutionen in den Städten und Regionen. Und es ging darum, Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen, das Bewusstsein für die Bioraffinerie zu stärken, aber vor allem darum, eben die entwickelten Lösungen so aufzubereiten, dass sie von anderen Städten aufgegriffen werden können. Dazu wurde hier auch technischer Support zur Verfügung gestellt, um die Prozesse, auch die Müllsammlungsprozesse hier für neue Standorte adaptieren zu können. Diese Plattform ist nach wie vor im Aufbau, also es sollen hier auch von derzeitigen und zukünftigen Forschungsprojekten noch viele weitere Prozesse mit einfließen und der Wissensstand stetig erweitert werden. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass sich die Bioabfälle in Europa vom Problem zum Rohstoff entwickeln können. Die Rahmenbedingungen sind im Wandel und verbessern sich zurzeit. Mit Jahreswechsel wird jetzt in allen EU-Ländern die getrennte Sammlung von Biomüll verpflichtend, damit diese neuen Mülltrennsysteme auch angenommen werden, braucht es die Bewusstseinsbildung, wobei wir überzeugt sind, dass eben hochwertige Produkte als Motivation dienen können, damit der Bevölkerung bewusst ist, dass aus ihrem Biomüll etwas Sinnvolles hergestellt wird und die Städte im besten Fall daraus auch noch zusätzliche Wertschöpfung generieren können, womit sie einen Teil der Transportkosten bei der Müllabholung zum Beispiel kompensieren können. Ja, der Wissenstransfer ist dabei sehr wichtig, damit wir schnell in die Umsetzung kommen. Und so denken wir, dass die Umsetzung nicht unbedingt in den Schritten von der Deponie zur Kompostierung und dann erst Bioraffinerie ansetzen verlaufen muss, sondern dass hier wahrscheinlich gemeinsam mit der anschließend Verwertung durch Kompostierung und Biogas auch hier schon Bioraffinerieprozesse zum Einsatz kommen. Erste Prozesse kommen ja auch schon in die industrielle Umsetzung. Ja, damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich bedanke mich für den interessanten Vortrag und würde vorschlagen, da die drei Vorträge in diesem Block sich alle mit Abfallen und Reststoffen befassen, dass wir eine gemeinsame Fragerunde am Ende machen. Das heißt, ich würde Sie dann einfach später nochmal auf die Bühne bitten. Und als nächstes würde ich dann den Herr Kuber von BEST auf die Bühne bitten. Und ein paar Worte zu Herrn Kuber. Er ist Bereichsleiter für die Gruppe Syngas-Plattform. Wie gesagt, bei BEST Bioenergy and Sustainable Technologies und hat einige Erfahrungen mit DFB-Gaserzeugungsanlagen wie Güssing, Oberwart und Sendenerfahrung gemacht und leitet nun, wie gesagt, die Syngas-Plattform, wo eine Gaserzeugungsanlage im Demonstrationsmaßstab hergestellt wird. Und wir freuen uns auf den Vortrag Waste to Value. Dankeschön. Darf ich mal das Mikro da drüben auch nehmen? Sehr gerne, ja. Super. Na gut, ich mache das so, ich bewege mich lieber, als dass ich ruhig stehe. Ich bin nicht so gut im Ruhigstehen. Im Gegensatz zu vielen von meinen Vorrednern und Vorrednerinnen werde ich nicht ein einzelnes Projekt vorstellen, sondern eher so ein Konglomerat aus ganz vielen Projekten, die bei uns ablaufen und eher so ein bisschen drüber schwebend, was wir vorhaben, wo die Strategie hingeht und was diese Syngas-Plattform Vienna überhaupt ist. Das wird ungefähr meinen Vortrag umschweifen. Jetzt gab es schon eine sehr, sehr nette
Introduction, also vielen Dank für die Einleitung. Ich sage noch ein paar Worte über mich selbst, damit Sie wissen, wer mit Ihnen redet. Ich arbeite mittlerweile seit über 10 Jahren bei der PEST, also ich bin da schon relativ lange dabei, immer im Bereich Gaserzeugung und Synthese. Ich bin sehr wissenschaftsnahe, also ich habilitiere mich gerade an der TU Wien. Das heißt, man wird das Ganze von mir aus einem Wissenschaftsfokus sehen, das sage ich gleich dazu. Die PEST selber arbeitet extrem angewandt, also wir sind immer nur in Industrieprojekten sehr, sehr nahe an der industriellen Umsetzung. Deswegen ist das hoffentlich ein bisschen ein spannendes Zwischenfeld. Ich mache sehr viel in der Lehre und war auch einige Jahre in Schweden im Ausland, aber genug dazu. Wir haben es auf der Titelfolie schon gesehen, was mich total gefreut hat. Also das war unsere Anlage, die da schon bei der Einladung auch abgebildet war. Und ich möchte ein paar Worte darüber sprechen, was die Syngas-Plattform Vienna überhaupt ist. Und ich weiß, ich nehme jetzt vielleicht ein paar Minuten von meinem eigenen Vortrag, aber ich möchte mit ein paar kritischen Bemerkungen anfangen, dann kann ich mit ein paar Positiven aufhören. Das ist irgendwie vom Story-Arc besser, als wenn ich jetzt gleich positiv bin und dann negativ aufhöre. Aber wenn ich mir das so durchdenke oder anschaue oder auch heute das ein bisschen reflektiere. Wir haben in den Einleitungsworten wahnsinnig viel darüber gehört, dass wir schon bis 2030 80% weniger Ressourcen verbrauchen müssen, dass wir in der Industrie alles umgesetzt haben müssen, was alles passieren müsste. Und ich denke mir dann irgendwie, diese biobasierte Industrie steht in der Mitte von dem Ganzen. Jetzt gerade wenn so prominente Workshops wie das heute veranstaltet werden vom Ministerium und in der Wirtschaftskammer, ich hätte erwartet, wenn die Wirtschaft so bebt, dass der Saal zum Bersten voll ist und die Leute kaum noch bei der Tür reinkommen. Ich habe immer noch manchmal das Gefühl, wir erreichen nicht wirklich die breite Masse. Also wir sind da immer noch so, wir reden seit sehr langer Zeit dafür, was alles in der Wirtschaft umgesetzt werden muss und was die Industrie alles machen wird. Seit ich angefangen habe zum Studieren, höre ich es, ich spüre es noch nicht so ganz. Das heißt, was ich versuche mit dieser Syngas-Plattform Vienna heute vorzustellen ist, was ich aus meiner außeruniversitären Laufbahn oder Position glaube, was notwendig ist, damit wir wirklich einmal schaffen, das Ganze ins Rollen zu bekommen. Und ich werde auch ein bisschen kritisch anmerken, warum ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist in den Rahmen, in denen wir uns bewegen. So, das war meine kritische Anmerkung am Anfang. Jetzt möchte ich mal hineintauchen, was ich glaube, was wir denn wirklich machen müssten. Diese Syngas-Plattform ist ein neuer Standort in Wien, den die PEST aufgebaut hat über die letzten paar Jahre. Seit ungefähr 2019 ist der Aufbau im Gange. Mittlerweile steht schon sehr viel dort und wir machen viel Forschung. Im Prinzip ist es eine Demonstrationsanlage, die man im Hintergrund sieht, zur Gaserzeugung. Ich sage jetzt immer bewusst Gaserzeugung. Leute, die wissen, was wir tun oder vielleicht auch schon viele Präsentationen gehört haben, haben früher das Wort Vergasung gehört. Da kriege ich immer die Ganselhaut, wenn ich das höre. Das ist einfach kein wahnsinnig gut gewähltes Vokabular. Wir sagen jetzt Gaserzeugung oder thermochemische Gaserzeugung dazu. Das heißt, die Umwandlung von einem Feststoff, Biomasse oder Müll, plastikreicher Müll oder biogene Biomasse, zu einem Gas. Wir kriegen dann ein Synthesegas aus dieser Demonstrationsanlage hinaus. Das besteht aus viel Wasserstoff und Kohlenmonoxid, das heißt klassische Synthesechemie. Und dann gehen wir downstream in Syntheseanlagen hinein. Wir fokussieren uns sehr stark auf den Bereich Chemikalien, Treibstoffe und zwar nicht jetzt PKWs in der Stadt, sondern Flugzeugtreibstoffe, Schiffe, Schwertransport oder solche Dinge. Das heißt, wir versuchen aus einem sekundären Kohlenstoffträger, einem Abfall oder einer Biomasse, wieder ein Kohlenstoffprodukt herzustellen. Das ist entweder wie in den Chemikalien recht langlebig oder im Fall von Treibstoffen zumindest hochwertig, dort wo wir wirklich auch Energiedichte und vielleicht Kohlenstoff brauchen, wo man mit Elektrizität und Elektrifizierung nicht sehr weit kommt. Jetzt versuche ich, da ein bisschen ins Detail zu kommen. Die Syngas-Plattform ist jetzt bewusst als Plattform gewählt, zum einen, weil dort sehr viel an Infrastruktur steht, zum anderen auch, weil sehr, sehr viele verschiedene Industriepartner da involviert sind. Wenn wir ein bisschen durchgehen, was jetzt aufgebaut wurde an dem Standort in Wien, wir sind da, man sieht das eher, auf dem Industriestandort der Wien Energie angesiedelt. Also dort, wo jetzt schon die Müllverbrennungen von Wien stehen, auf der Simmeringer Heide, haben wir einen Demo-Standort für diese neue Forschung. Und da haben wir diese Gaserzeugungsanlage stehen, die ist im Megawatt-Maßstab, das heißt schon relativ groß. Dahinter eine Fischer-Tropsch-Anlage. Fischer-Tropsch-Synthese heißt, aus einem Synthesegas ein flüssiges Zwischenprodukt zu machen. Das heißt, da geht man Richtung Chemikalien oder Richtung Treibstoffe, flüssige Treibstoffe.
Wir haben dann ein ganzes Brennstofflogistiksystem, nur dass man ein bisschen eine Größenordnung kriegt. Wir versuchen ja, Technologien jetzt im Demo-Maßstab herzuzeigen. Also von der Universität, die dort entwickelt worden sind, diese Technologien in den Demo-Maßstab zu heben, Langzeitbetrieb zu machen, weil das ist das, was, wovor sich, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber die Industrie fürchtet, dass dann, wenn man etwas implementiert in der Industrie, dass das vielleicht keine 8.500 Stunden, sondern nur 5.000 Stunden läuft, sondern wir müssen zeigen, dass Stabilität im Prozess gegeben ist, dass man Langzeit was betreibt, dass nicht nach 3 Wochen Betrieb irgendeine Überraschung kommt. Das heißt, wir haben auch da ein eigenes System für so Brennstoffe, weil wir verwenden im Megawatt-Maßstab schon, naja, 300, 350 Kilo pro Stunde an Brennstoff. Das heißt, wenn wir ein paar Wochen fahren, sind das viele, viele Tonnen, die wir da umsetzen. Das heißt, das ist auch logistisch schon gar nicht mehr so einfach. Dann haben wir relativ ausführliche Analysen, das heißt ein sehr starkes Analysenteam, das da wirklich in die Wissenschaft eintauchen kann. Und dann daneben, und man sieht das da ein bisschen auf diesem Google-Foto, auch ein eigenes Labor aufgebaut, ein eigenes Gebäude, wo wir mit kleineren Anlagen forschen, ganz unterschiedliche Abwasseraufbereitungsanlagen, Gasreinigungsanlagen, eine kleinere Fischer-Tropsch, wo wir einfach dann versuchen, diesen Prozess, den wir da haben, Gaserzeugung plus Synthese, an allen Prozessunits zu optimieren, bis das immer effizienter und besser funktioniert. Das heißt, wir schauen uns dann zum Beispiel ein, könnte man diesen einen Gasreinigungsschritt, der extrem teuer im Verbrauch ist, nicht durch einen anderen ersetzen? Dann gehen wir bei uns ins Labor hinein, machen dort im kleinen Maßstab Versuche. Wenn das gut funktioniert, scalen wir es in den Pilotmaßstab an, tauschen das aus und versuchen, ob es dann besser funktioniert. Und das Ziel, und da gehe ich jetzt wieder auf meine kritische Anmerkung zurück, ist, dass wir möglichst industrienahe zeigen, dass das funktioniert. Also möglichst versuchen, die Angst wegzunehmen, dass man solche Prozesse auch umsetzt in der Industrie. Auf der ersten Folie, wo wir da abgestimmt haben, ganz zur Einleitung, haben ganz viele gesagt, was wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen 2030 und 50, sind neue Prozesse oder neue Prozesswege. Ich muss ehrlich zugeben, es wundert mich, weil wir, und ich komme dann gleich dazu, diese Gaserzeugung, Leute, die den Professor Hofbauer auf der TU Wien kennen oder unsere Forschung vielleicht noch damals aus Güssing und aus Deutschland, die wissen, wir machen das wirklich lange. Also ich rede immer davon, wir sind jetzt in der zweiten Technologie von dieser DFB-Gaserzeugung schon, in der zweiten Generation, ich sage das immer so wie beim iPhone, da gab es eine erste Generation und da gibt es eine zweite, das ist recht einfach zu fassen. Nur im Gegensatz zu einem iPhone, wo gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine neue Generation rauskommt, unsere Entwicklung läuft circa 20 bis 25 Jahre schon. Wir sehen, dass wir jetzt gerade in Industrieprojekten wieder zur Umsetzung kommen. Die erste Generation hat Marktreife erreicht, das war Holz zu Strom, ganz vereinfacht zu sagen, nicht mehr wahnsinnig hip heutzutage, kann ich auch gleich dazu sagen. Jetzt versuchen wir eben diesen Kohlenstoffkreislauf zu decken, aber so Technologienentwicklungen dauern. Also wenn wir wirklich in die Industrien kommen wollen, Zement, Stahl, Papierindustrien haben wir heute schon gehört, Energieversorger, sowas wie die Wien Energie, das braucht. Also wenn wir jetzt anfangen, und ich meine, wir müssen jetzt anfangen, neue Technologien zu entwickeln, ich spreche nicht dagegen, wahnsinnig wichtig, aber das sind nicht die Technologien, die wir 2030 spüren. Das muss irgendwie jedem auch klar sein. Also es ist wichtig, dass wir möglichst schnell auf möglichst großen Scale kommen. Und zusätzlich brauchen wir natürlich die Forschung, die dann wieder auf der Uni anfängt und die neuen Technologien für die Jahre 40 und 50 und 55 entwickelt. Aber was uns im Moment ganz stark fehlt, ist das, was ich seit 10 Jahren vermisse, nämlich dass ich spüre, dass es in der Industrie greift. Und dafür, glaube ich, brauchen wir auch Forschung, die schon sehr weit im TRL ist und die auch schon sehr nahe an der Industrie ist. Jetzt möchte ich ganz kurz durchgehen, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet über meine Anmerkungen, aber nur, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt. Also auf dem einen, da habe ich schon drüber geredet, wir haben diese Dual Fluidized Bed, heißt das, DFB Gasification, das ist jetzt die Umwandlung Feststoff zu Synthesegas. Wir machen das mit Dampf auf sehr hoher Temperatur, das heißt eine Dampfgaserzeugung auf über 800 Grad. Dann kommt so ein Synthesegas, man sieht das da unten hinaus, das hat schon viel mehr Wasserstoff als CO, üblicherweise so ein Verhältnis von 2 zu 1, sehr geeignet für Syntheseprozesse. Dann haben wir am Standort downstream die Synthese, auch im Demo-Maßstab. Das heißt, wir können die ganze Prozesskette einmal testen. Also wirklich von einem Feststoff über ein Gas, Transgasreinigung plus die Umwandlung in ein Syncrude, was dann zu einem flüssigen Treibstoff und einer Chemikalie wird.
Das heißt, das ist sozusagen unsere gesamte Prozesskette, die da aufgebaut wird. Zusätzlich habe ich schon gesagt, wir haben kleinere Anlagen. Man sieht da ein kleines Video von solchen Strömungsmodellen, wo wir uns dann anschauen, wie optimieren wir das? Wie kriegen wir diese Forschung im kleineren Maßstab in unseren Pilot- und Demo-Maßstab? Da stehen ganz unterschiedliche Anlagen, die halt dann alle immer in dieser Relation zur großen Anlage stehen. Das Letzte, was wir dort haben, habe ich auch schon erwähnt. Wir haben halt sehr umfassende Analytik. Wir sind Wissenschaftler, ich habe selber gesagt, ich komme aus der Wissenschaft und sehe mich auch als sehr wissenschaftsnah. Ich glaube, dass das wirklich funktioniert. Dazu müssen wir verstehen, was die Prozesse machen. Und es ist heute schon ein paar Mal gefallen und kurz vor der Pause von der Frau Kieberger, glaube ich, von der TU Graz, müssten wirklich verstehen, wie die Prozesse im Detail funktionieren, und diese Prozesse sind komplizierter als das, was die Fossilen bisher gemacht haben. Unsere Moleküle sind halt komplexer, wenn man aus Biomasse und Müll kommt. Wir haben kein über Millionen Jahren entstandenes Rohöl, sondern wir haben da einfach komplexere Prozesse. Das heißt, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, da auch wirtschaftlich mitzuspielen, dann muss man sehr, sehr viel Know-how aufbauen, um diese komplexen Prozesse möglichst einfach darstellen zu können. Aber da steckt unglaubliches Know-how drinnen. Das heißt, wir müssen noch in der Entwicklung sehr genau hineinschauen können, sehr genau wissen, wie diese Reaktionsmechanismen funktionieren, was für katalytische Prozesse wir brauchen, wie wir die optimieren, etc. etc. So, jetzt komme ich noch ein bisschen zu dieser erste, zweite Generation. Ich greife der Frage vor, weil es kommt ganz oft so wie, naja, wer macht das denn schon so lange, warum gibt es denn nicht schon 100 Anlagen? Genau das, was ich irgendwie kritisiere, wird dann gleich umgedreht und ich kritisiert, deswegen versuche ich das ein bisschen vorzugreifen. Wir reden jetzt über eine neue Generation. Wir haben angefangen, diese Ursprünge der Technologieentwicklung waren in Güssing, davor noch auf der TU Wien. Die TU Wien hat damals in den 90er Jahren die ersten Anlagen gebaut zu dieser Gaserzeugungstechnologie, und dann hat man in Güssing einmal eine erste größere Anlage gebaut, die ist 15 Jahre lang in Betrieb gewesen, als Demonstrationsanlage und dann auch als wirtschaftliche Anlage, und daraus sind dann entstanden Anlagen andere im Burgenland, in Deutschland, in Schweden, ein paar in Asien, also die hat Marktreife erreicht. Keine der Anlagen ist mehr in Betrieb. Also keine einzige findet man jetzt, die gerade betrieben wird, weil alle in diesem Gedanken der ersten Generation gemacht wurden. Man hat Holz hergenommen aus dem Wald, hat das eingesetzt, umgewandelt zu einem Synthesegas und das Synthesegas in einen Gasmotor eingespeist und Strom gemacht. Anfang der 2000er Jahre war das super, weil das Holz war billig und man hat schöne Einspeisetarife für grünen Strom am Markt bekommen. Schönes Businessmodell. Heutzutage greift das gar nicht mehr. Erstens einmal, jeder hinterfragt, warum heizen wir Holz weg, wenn dann nur Strom rauskommt? Also so ist das nicht ein bisschen schade ums schöne Holz. Und das andere, was ein bisschen hinterfragt wird, ist, wo soll denn Kohlenstoff eigentlich hin in unserer Gesellschaft? Wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden und über Produktionstechnologien, dann sollte man schauen, dass Kohlenstoff Kohlenstoff bleibt, und zwar nicht in der Atmosphäre als CO2, sondern irgendwo, wo wir es jetzt nützen können oder zumindest mehrfach nutzen können. Nichtsdestotrotz, vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück, diese erste Generation war wahnsinnig wertvoll für uns, weil es waren über 150.000 Stunden im Industriemaßstab auf der Technologie schon. Also man hat einfach sehr viel gelernt, sehr viel im Betrieb gelernt, über Langzeitverhalten gelernt, was wir jetzt in der zweiten Generation anwenden. Wenn man sich das anschaut, da sieht man ein bisschen so, fast alles, würde ich sagen, diese Anlagen sind erste Generation Anlagen. Jetzt fangen wir an, mit dieser Syngas-Plattform in Wien diese zweite Generation einzuläuten. Und wenn ich von zweiter Generation spreche, dann zeige ich immer diese Folie her, weil das beschreibt es irgendwie am nettesten. Also wir versuchen auf der einen Seite, da auf der rechten Seite von mir, weg von dem reinen Holz zu kommen. Jetzt haben wir zwar gerade auf dieser Klickfolie gesehen, sehr viele Leute sehen das Holz als großes Potenzial. Wir sagen aber, wir glauben, für diese Technologien, thermische Konversion, sollten eigentlich ganz, ganz schlechte Brennstoffe zum Einsatz kommen. Das Holz gehört dorthin, was wir vorher gehört haben, wo hochwertige Stoffe extrahiert werden, vielleicht mit Enzymen gearbeitet wird oder wo man Extraktionstechnologien hat und wirklich jetzt Holz das Wertvollste rausholt. Wir, muss man ehrlich sagen, wir zerlegen dieses Molekül, was am Anfang da ist, in Wasserstoff und CO, in die kleinsten Bausteine. Das heißt, idealerweise kriegen wir den schlechtesten Brennstoff, den wir finden. Das können Abfälle sein, das können Plastikabfälle sein, es können biogene Reststoffe sein aus der Landwirtschaft oder auch aus der Waldwirtschaft, aber halt die ganz schlechten Qualitäten. Das heißt, wir entwickeln uns in der Forschung immer mehr Richtung dieser schlechteren Brennstoffe. Und auf der anderen Seite wollen wir weg von der rein energetischen Nutzung und hin zu
Produkten, die den Kohlenstoff drinnen haben. Und das kann jetzt sein, dass das nicht, so wie bei den Chemikalien zum Beispiel oder bei Kunststoffen oder so, dass das dann sehr lange gebunden ist. Aber wir sehen auch einen sehr großen Bedarf im Treibstoffsektor bei Flugverkehr und Schiff. Und wir sehen einen großen Bedarf, den ich auch sehr, sehr kritisch sehe, bei grünen Gasen. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Gas Österreich nach wie vor aus Russland bezieht, nach den ganzen Krisen der letzten Jahre, müssen wir uns langsam fragen, warum und was die Alternativen sind und wo wir Industrie nachher was umsetzen können. Und ich sage das auch ein bisschen kritisch, die Biogasanlagen leisten einen wahnsinnig wertvollen Beitrag, aber wenn wir uns anschauen, wohin das erneuerbare Gasegesetz zum Beispiel drückt, das wird sich mit einer so einer Technologie nicht decken lassen. Also wir sollten auch wirklich darüber nachdenken, wie kriegen wir grüne Gase bei uns in die Netze, und da sehen wir eben so einen Weg für ganz, ganz essentiell. Das ist nur hübsch, ich springe gleich hier weiter. Ich will noch ein bisschen über die Fuels reden. Ich habe da jetzt im Hintergrund die Lastwagen fahren, aber einfach, weil ich das als schönes Stockvideo gefunden habe. Ich könnte auch ein Flugzeug fliegen lassen und ein Schiff fahren. Es geht irgendwie um Schwertransport und Flugtransport und nicht um den klassischen PKW. Da komme ich jetzt zu den ersten wirklichen Ergebnissen, dass ich auch da ein bisschen in die Ergebnisse eintauche. Also wir haben vor einem Jahr in der Syngas-Plattform zum allerersten Mal diese ganze Kette betrieben. Also das ist jetzt auch noch relativ frisch in diesem Demo-Maßstab bei uns, wo wir die Gaserzeugung, die gesamte Gasreinigung, die notwendig ist, bis zum Fischer-Tropsch-Reaktor, um diesen Diesel, in unserem ersten Demonstrationsprojekt war es Diesel, produziert haben. Und haben dann damit, da sieht man jetzt ein paar Folien, die man vielleicht sich nachher zu Gemüte führen kann, ich möchte jetzt nicht auf jede Zahl eingehen, aber man sieht da in der Tabelle die Performance der Gasreinigung. Ich sage immer, wenn man sich die Prozesskette anschaut, woran wir forschen, ist primär Gasreinigung. Die Gaserzeugung und die Fischer-Tropsch-Synthese, die funktionieren erstaunlich gut, aber die sind ja doch entwickelt worden für Fossile. Gaserzeugung kommt aus der Kohle, Fischer-Tropsch kommt aus der Kohle, das mit Biomasse oder Müll zu machen, Shit in, shit out. Also was ich vorne hineinwerfe, muss ich hinten hinausbekommen. Das heißt, die Gasreinigung ist eigentlich der Fokus von dem, was wir machen. Wie gehe ich mit Schwefel, Chlor, Stickstoffkomponenten um etc. Was wir im Endeffekt gemacht haben, sieht man da auf den Fotos rechts. Also wir haben Diesel produziert und dann haben die Wiener Linien einmal auf einem Teststand einen Bus damit getestet. Einfach um zu schauen, haben wir da einen guten Drop-in-Fuel, können wir das in den Motoren verwenden. Man sieht jetzt in der Zeitung öfter die Meldungen, dass die Wiener Linien schon erste Busse elektrifiziert haben. Großartige Initiative, ich unterstütze das sehr. Es gibt aber viele Linien, wo das nicht der Fall sein wird für die nächsten 20 Jahre. Es sind jetzt, glaube ich, gerade erst wieder neue 35 große Gelenksbusse angeschafft worden, oder sind es 30, weiß ich jetzt nicht genau. Aber die sind alle auf Flüssigtreibstoffen aufgebaut. Das heißt, wenn wir über 2030 reden und über 2040, dann brauchen wir was jetzt greift, und da sehen wir eben so eine Technologie. Jetzt komme ich schon fast zu meinem Ende. Ein bisschen möchte ich noch zeigen, also langsam kriegt es die breite Öffentlichkeit dann doch mit. Also wir haben relativ viel Media Coverage und relativ viel Beiträge, die darüber berichten. Trotzdem sehe ich immer noch, also es braucht jetzt die Umsetzung. Wenn wir erste Industrieprojekte hätten und wirklich jetzt einmal groß in die Industrie kommen, dann hätte das noch einmal eine andere Wirkung. Und das ist das Letzte, was ich noch herzeigen will, nämlich abgesehen von den Projekten, die wir in Österreich machen, kriegt das auch langsam ein bisschen eine internationale Dimension. Also wir haben ein erstes wirklich großes Projekt, wo es um eine 50-Megawatt-Anlage Biomasse zu Wasserstoff geht. Das ist jetzt ein bisschen andere Richtung als das, was ich gerade gesprochen habe vorher, aber grünes Gas. Das wird in Kalifornien gerade geplant und umgesetzt. Die Anlage steht noch nicht, aber das Engineering ist im Laufen. Das ist ein ernstes Industrieprojekt im 50-Megawatt-Maßstab, wo schon die Engineering- und Anlagenbaufirmen dran arbeiten. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Vortrag schon die ersten Ergebnisse aus der Anlage zeigen kann. Das zweite Projekt ist was jetzt gerade läuft, während ich hier stehe, meine Kollegen gerade an der Anlage unsere Demonstrationsanlage betreiben, mit Cashew-Kernschalen. Da habe ich gelernt, dass Cashew-Nüsse keine Nüsse sind, sondern Kerne, also Cashew-Kernschalen aus der Elfenbeinküste, weil man international, gerade im globalen Süden, sehr viel so Industrien sucht, wo die ganze Logistik schon etabliert ist. Bei Cashew-Kernschalen gibt es, glaube ich, in der ganzen Elfenbeinküste, die importieren in die ganze Welt, gibt es, glaube ich, drei Industriestandorte, wo das gemacht wird. Das heißt, dort liegen Berge an solchen biogenen Abfallstoffen, die keiner braucht.
Da braucht man keine Logistik organisieren. Man muss nicht sich überlegen, wie man das an einen Standort kriegt, sondern das ist alles schon in place. Das heißt, man braucht nur noch eine Anlage, die das dann umsetzt. Das heißt, auch solche, die im ersten Moment sehr exotisch klingen, so Projekte, sind eigentlich die, die wahrscheinlich am nächsten sind zur industriellen Umsetzung. Und damit komme ich schon ein bisschen zum Ende. Letzte Anmerkung, die ich mir noch erlaube, ist, was ich eben glaube, ist, dass wir hier, deswegen habe ich jetzt versucht, kein Einzelprojekt vorzustellen, sondern wir brauchen sehr, sehr viel Firmeninteresse. Und das ist jetzt da in dieser Syngas-Plattform gebündelt. Also man sieht eh, es sind relativ große Industrien, die mit uns arbeiten, BASF, Holcim, die Wien Energie, die SMS, Mondi etc., die wirklich versuchen, in ihren Industrieprojekten, in den Industriebereichen das umzusetzen. Bevor ich jetzt abgebe, möchte ich mir noch erlauben, ein paar kritische Anmerkungen doch noch am Schluss zu machen, damit ich nicht zu positiv aufhöre. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde es gar nicht so leicht, was wir machen, in unserem Rahmen zu tun. Und das eine ist, also wenn man sich die BEST anschaut, wir sind so klassische außeruniversitäre Forschung. Wir sind keine Universität und wir sind nicht die implementierende Firma, die eine Industrie hat, wo sie es umsetzen kann. Wir sind aber rein projektfinanziert. Also wir können uns immer nur von einem Projekt bis zum nächsten handeln. Da gibt es keine Grundlagenfinanzierung wie auf einer Uni. Das heißt, langfristige Strategien über 20 Jahre zu entwickeln, das geht, weil wir ein Komet-Zentrum sind und sozusagen diese Komet-Finanzierung über die FFG haben. Das hilft extrem. Aber es ist keine Basisfinanzierung für so Professorenstellen, wie es klassischerweise auf der Uni ist. Also es ist reines Projektgeschäft, aber in einem Rahmen von einer Non-Profit-Firma, die gar keinen Gewinn macht und die muss sich von Projekt zu Projekt handeln. Das macht es gar nicht leicht, in so einen großen Maßstab zu kommen, weil er sehr, sehr viel Finanzierung braucht. Die Anlage, die wir gebaut haben, allein hat über 10 Millionen Invest gehabt. Also das ist rein projektfinanziert, nicht easy. Das Zweite ist, dass die Industrien, habe ich das Gefühl, das habe ich eh schon vorher gesagt, seit 10 Jahren so in der Pole-Position stehen und sagen, jetzt laufen wir gleich los. Aber alle reden sich ein bisschen darauf aus, dass die Rahmenbedingungen nicht klar genug sind. Ich habe jetzt da hinausgepickt das Erneuerbare Gase-Gesetz. Alle unsere Industriefirmen sagen, das machen wir, sobald wir genau wissen, wie, wenn das draußen ist, dass das greift. Also da noch einmal die Politik angehalten, wirklich dran zu drücken. In der jetzigen Regierung, wir sehen, da tut sich was. Das muss nur wirklich greifen und die Rahmenbedingungen müssen klar sein. Und das Zweite und das Letzte, dann bin ich wirklich fertig, mein allerletzter Punkt. So angewandte Forschung, wie ich sie heute versucht habe vorzustellen, funktioniert nur, wenn wahnsinnig viele Ressourcen aus nicht wissenschaftlichem Personal da sind. Also wir brauchen ein Betriebsteam, wir brauchen Wartungsingenieure und Instandhaltungsingenieure. Wir brauchen wahnsinnig viel Geld für Anlagenreparaturen etc., obwohl das Kerngeschäft ja von uns eigentlich Wissenschaft ist. Und das ist eben nur möglich, wenn es erstens industrienah ist und wenn genug Förderung da ist, dass man das auch wirklich haben will als Gesellschaft und Staat. Und der Rahmen ist erkennbar, er ist da, sonst würden wir es nicht machen, sonst wären wir auch nicht erfolgreich mit dem, was wir tun. Aber um das wirklich zu pushen, braucht es da noch mehr, glaube ich. So, und jetzt habe ich so halb negativ angefangen, relativ positiv aufgehört, aber ich hoffe, einen ganz guten Rahmen gespannt, dass Sie sich vorstellen können, was wir da tun. Da sieht man auch ein bisschen unser Team, auch an der Anlage, das wirklich jetzt daran arbeitet, diese Technologien zu entwickeln. Vielen Dank. Ja, danke für den spannenden Input, auch für die interessante Perspektive. Ich würde, wie gesagt, noch einen Vortrag machen und dann eine gemeinsame Fragerunde. Also bitte die Fragen gut merken, die jetzt in Ihren Köpfen sind. Und als nächstes würde ich auf die Bühne bitten den Herrn Michael Mügge, Nikolaus Schweiger und Rüdiger Weichesmüller. Herr Mügge ist von der RTS Group, Herr Schweiger ist von SAPI Europe und Agrana Stärke hat den Herr Weichesmüller geschickt und Sie werden zu dritt einen Vortrag halten. Wunderbar, danke. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Wir freuen uns hier zu dritt. Kurz Ihnen ein paar Neuigkeiten von unserem Projekt SUSWERT zu zeigen und demonstrieren. Ich bin froh, wir sind die Dritten, die hier sozusagen vom Waste to Value demonstrieren. Ein spannendes Thema. Wir haben hier im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes uns ein paar Themen angeschaut, wie wir vor allem Richtung Düngermittel effizienter und biobasierter agieren können. Ich komme von RTDS, wir sind ein Beratungsunternehmen, ein führendes Unternehmen in Österreich für Forschungs- und Förderungsprojekte in Horizon. Und dieses Projekt kommt jetzt in den nächsten paar Wochen zu Ende. Ich spüre das massiv an der Arbeitsforum, das ich noch vor mir habe. Aber in SUSWERT haben wir uns zur Arbeit gelegt, ein paar biologische Lösungen
zu kreieren. Es geht hier über Coatings, das heißt sozusagen Coatings für eine kontrollierte Freisetzung von Düngemitteln. Wir haben einen Stand draußen, wo wir diese Prototypen auch demonstrieren. Ich habe hier eins, das ist eine Phosphorquelle Struvit als Ersatz von kritischen Raw Materials. Das wird gecoatet mit Ligninsulfonat, deswegen auch mein Kollege Niki Schweiger von SAPI, die hier eine wesentliche Rolle gespielt haben. Dann haben wir Soil Improvers und andere biobasierte Lösungen, wo auch die Agana eine wesentliche Rolle gespielt hat. Was sind denn unsere Impacts? Wir haben jetzt über 5 Jahre dieses SUSWIRT-Abenteuer gehabt. Wir haben zeigen können, dass wir tatsächlich die Abhängigkeit von abgebautem Phosphor, hauptsächlich aus Nordafrika, um 40% reduzieren können, indem wir vom Phosphor auch Richtung Struvit gehen können. Wir haben die Kreislaufwirtschaft mit Sidestreams, Waste Streams aufwerten können, dadurch eine Verbesserung des Bodens geschafft. Wir haben hier weniger Bodenverschmutzung, wir haben ein effizienteres Release-System zusammen mit Wasserhaltevermögen, eben in Form von Hydrogelen, die auch aus Lignin kreiert worden sind. Und das Ganze haben wir versucht, zusammen zu positionieren und demonstrieren. Und das haben wir getan, indem wir diese SAS-Kits haben. Und ich bedanke mich herzlich bei NAKU. Johann Zimmermann hat auch einen Stand draußen. Wir haben also nicht plastikbasierte SAS-Kits, wo wir demonstrieren, wie effizient wir hier agieren können Richtung unseren Lösungen. Und schlussendlich haben wir jetzt geschafft, aus dem Ganzen, und das ist in Zusammenarbeit mit der Forschung und Industrie, dass wir aus unseren neuen Prototypen 7 kommerzielle Produkte kreiert haben. Und das innerhalb einer Laufzeit von etwas mehr als 5 Jahren. Also wir haben neue mikrobielle Produkte, die eingeflossen sind in unsere Düngemittel. Wir haben vollkommen abbaubare Coatings eben für kontrollierte Freisetzung. Mikrogranulate, Flüssigdünner mit den Phosphorwerten, die die Industrie benötigt. Wir haben hier dann die ganzen verschiedene Mikroorganismen, NPK und biobasierte Düngemittel zu einer Umwandlung in die Nutrigels integriert. Dazu brauchte es in der Industrie eine Initiative und eine Wandlung der Prozesse. Und da bin ich sehr froh, dass ich eben 2 führende österreichische Unternehmen hier bei mir habe, die uns jetzt erklären werden, welche Prozesse sie hier jetzt im Rahmen von SUSWIRT eingeleitet haben. Danke sehr. Rüdiger. Gut, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier kurz Agrana, im Allgemeinen Agrana Stärke, ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise auch eine kurze Erklärung zu biobasierten Düngemitteln zu geben. Agrana Stärke hat ungefähr 1050 Mitarbeiter, 5 Fabriken und einen Jahresumsatz von ungefähr 1,1 Milliarden Euro. Ebenso haben wir auch einen großen Fokus auf die biologische Produktion, deswegen arbeiten wir auch mit Marokin Organics from the US dementsprechend zusammen. Agrana versteht sich als Veredler agrarischer Rohstoffe und da verarbeiten wir eben in der Stärke Mais, Kartoffel und Weizen. Unsere 5 Werke sind ansässig in Aschach an der Donau, in Gmünd, Pischelsdorf neben Zwentendorf und jeweils eines in Ungarn bzw. in Rumänien. Und mit der Produktvielfalt bedienen wir die Märkte Lebensmittel, Special Nutrition, insbesondere die Säuglingsnahrung, Körperpflege, Bioethanol, Bau- und Klebstoffe im Sinne von technischen Stärken, aber auch Papier und Karton, Biopolymere und eben auch Futter und Düngemittel. Letzterer zeigt auch, dass Nachhaltigkeit für Agrana eine große Rolle spielt. Eben entschlossen, Verantwortung für Mensch und Natur zu übernehmen, verfolgt Agrana ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Wir verfolgen das Prinzip der vollständigen Rohstoffverwertung, indem wir auch unsere ganzen Nebenströme zu Futter bzw. Düngemittel verarbeiten und auch in den Markt wieder zurückbringen. Wir treten ein für eine bewährte, nachhaltige landwirtschaftliche Produktion. Und auch, ganz wichtig, wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt hinsichtlich der CO2-Reduktion, dass wir bis 2025 25% unserer CO2-Mengen reduzieren wollen und auch bis 2050 gänzlich CO2-neutral zu produzieren. Alleine im Wirtschaftsjahr 2022-2023 konnten wir bereits durch erste gesetzte Maßnahmen in Summe in etwa 8.600 Tonnen CO2 reduzieren. Neben der nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion
achten wir auch auf regionale Landwirtschaft. Das heißt, wir schaffen durch den regionalen Einkauf von Rohstoffen Werte in der Umgebung, in der Region selbst wieder. Das spart CO2 und stärkt die regionale Landwirtschaft und fördert die Schließung einer Kreislaufwirtschaft, indem wir unsere Produkte, die wir aus den Nebenströmen wieder zu Produkten machen, wieder zurück an die regionale Landwirtschaft geben. Dementsprechend bietet Agrana einerseits Futtermittel und andererseits Düngemittel, im Speziellen sogenannte biobasierte Düngemittel, für die biologische Landwirtschaft an. Was sind nun diese biobasierten Düngemittel, die wir zuvor auch schon vernommen haben? Diese werden ganz im Allgemeinen jetzt einmal aus organischen bzw. erneuerbaren Quellen wie pflanzlichen und tierischen Materialien gewonnen. Dabei kann es sich banal gesagt um Gülle oder Kompost als Ausgangsmaterial oder um Rückstände eben aus der industriellen Produktion handeln. Diese Düngemittel tragen zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bei, indem sie die Abhängigkeit von mineralischen Düngemitteln verringern und die Umwelt- und Bodengesundheit fördern. Sie schließen auch den Kreislauf, indem sie organische Produktnebenströme und wertvolle landwirtschaftliche Betriebsmittel umwandeln, was mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft übereinstimmt. Produktion und Inhaltsstoffe. Biobasierte Düngemittel werden, wie gesagt, durch die Vergärung oder Zersetzung von organischem Material, einschließlich Pflanzenresten, Tiermist und Kompost, hergestellt. Es gibt eine Vielfalt der Arten. Diese umfasst für die organischen Düngemittel einerseits Gründüngung, Biokohle, die jeweils unterschiedliche Herstellungsverfahren und Vorteile aufweisen. Ein gutes Beispiel dafür ist eben der Dünger von Agrana Stärke, das sogenannte Bioginosol. Und eben erneuerbare Ressourcen hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft. Zwischen biobasierten Düngemitteln und der Schließung der Kreislaufwirtschaft gibt es einen signifikanten Link. Biobasierte Düngemittel spielen bei der Förderung der Nachhaltigkeit und der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft in mehrfacher Hinsicht eine entscheidende Rolle. Einerseits können wir auch sagen, Upcycling von organischen Abfällen. Denn durch dieses Upcycling können organische Substanzen, welche sonst massiv auf Deponien landen würden, wieder zurück in den Kreislauf geführt werden. Die Ressourceneffizienz. Eine effiziente Nutzung dieser Ressourcen, indem dass die Nährstoffe wieder rückgeführt werden in den Kreislauf und sich dort wieder regenerieren können, beziehungsweise neues organisches Material dementsprechend aufgebaut werden kann. Kohlenstoffsequestrierung. Manche biobasierte Düngemittel schaffen es, Kohlenstoff im Boden einzuspeichern, was natürlich auch wieder gegen den Klimawandel ein bisschen spricht, indem das Humus aufgebaut werden kann und CO2 im Boden dementsprechend auch wieder eingespeichert wird. Eine geringere Umweltbelastung. Biobasierte Düngemittel haben deswegen eine geringere Umweltbelastung, weil sie einerseits auch keine synthetischen Produktionsprozesse benötigen und andererseits natürlich auch der sogenannte Nährstoffaustrag über Auswaschungen hinsichtlich Nitrat dementsprechend über ihre Organik verringert werden kann. Die verbesserte Bodengesundheit. Es wird mikrobielle Aktivität und der Gehalt an organischer Substanz im Boden gefördert und gesunde Böden sind widerstandsfähiger und benötigen weniger Input von außen. Und last but not least, die Unterstützung der lokalen Landwirtschaft, wie zuvor schon erwähnt. Dass biobasierte Düngemittel eben stärker lokal produziert werden können und somit auch in der Region eine gewisse Art der Selbstversorgung der Nährstoffe wieder gegeben ist. Lassen Sie mich nun ein Best-Practice-Beispiel für biobasierte Düngemittel der Firma Agrana Stärke vorstellen. Bioginosol, eben ein Produkt der Firma Agrana Stärke, ist ein rein pflanzlicher Dünger, welcher für die biologische Landwirtschaft in vielen Ländern Europas zertifiziert bzw. zugelassen ist. Wir produzieren diesen Dünger in Bischelsdorf neben Zwentendorf in unserer Bioethanolanlage, wo Agrana selbst auch andere Produktnebenströme anderer Agrana-Werke aus der Region miteinander kombiniert und vereint und somit dieses spezielle Düngemittel produziert. Was sind nun die Vorteile von Bioginosol? Einerseits ist er organisch und vegan, er unterstützt Humusaufbau, er unterstützt die Bodengesundheit, er hat eine rasche und langanhaltende Wirkung, eine angemessene Nährstoffversorgung für die Pflanzen, keine Gefahr der Überdüngung und auswaschsicher, insbesondere bei Nitrat. All diese genannten Vorteile sind nun Aspekte von biobasierten Dünger, welche hier in diesem Produkt vereint sind.
Und jetzt noch einmal auf das Projekt SOSFERT kommend, eben auch präventiv gegen Eisenchlorose. Das haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich bei sensiblen Kulturen testen können, dass es hier nie zu Chloroseerscheinungen gekommen ist. Wir gehen davon aus, dass auf Grundlage des natürlichen Eisengehalts im Produkt, welcher von den Rohstoffen stammt, so viel Eisen vorhanden ist, auch pflanzenverfügbar vorhanden ist, dass es dementsprechend nie zu Eisenchlorosen kommen kann. In diesem Sinn, keine Panik, kein Slido, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns zumindest auf LinkedIn verlinken können, wenn Sie Agrana Stärke folgen möchten, um weitere Informationen über unsere Firma zu erhalten. Danke. Danke, Rüdiger. Sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Gelegenheit. Entschuldigung, Sie hören es, wir waren auch letzte Woche verkühlt, das SAPI repräsentieren zu dürfen mit dem Projekt SASFERT. Wenn ich den heutigen Tag jetzt Revue passieren lasse, fällt mir auf, dass ich ganz viele Anknüpfungspunkte an alle Vorredner hätte. Das heißt, die Frau Kienberger mit dem Lignin ist, aus dem Methanol gewonnen wird, oder die Frau Fackler, wie Bioraffinerie im Ganzen betrieben wird, und natürlich passt auch SAPI dazu. Ich darf Ihnen kurz SAPI vorstellen, damit Sie ein bisschen besser verstehen, inwiefern SAPI bereits eine Bioraffinerie ist und wie wir jetzt auch unsere Technologien und unsere Produkte so weiterentwickeln, dass es zu neuen Anwendungen kommt. SAPI ist auf mehr oder minder durch Industrieanlagen auf 3 Kontinenten vertreten und hat in Asien auch Verkaufsbüros. Im Großen und Ganzen hat SAPI 12.000 Mitarbeitern, von Papierfabriken bis Zellulosefabriken und auch große Forestries in Südafrika. SAPI heißt natürlich South African Pulp and Paper Industries. In Europa wird hauptsächlich grafisches Papier und Spezialpapiere hergestellt. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen, welche Arten von Produkten wir jetzt bereits verkaufen und wie SASFERT dazu passt, und sich und SAPI weiterzuentwickeln. Im Großen und Ganzen, wenn Sie von Graz Richtung Norden fahren, steht das große SAPI-Werk in Gradkorn. Das ist noch immer einer der größten papierproduzierenden Standorte in Europa, und dabei wird hauptsächlich grafisches Papier hergestellt. SAPI diversifiziert sich immer mehr, die Märkte verändern sich, es kommt zu speziellen Casting and Release Papers, es wird Nanozellulose hergestellt, in Südafrika gibt es Dissolving Pulp für Textilanwendungen und vor allem in Italien auch Speciality Papers. Nebst dabei reden wir heute über die Bioraffinerie, und alle Anwendungen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, sind hauptsächlich an die Zellulose gebunden. Hemicellulose-Produkte werden auch gewonnen, und SAPI verkauft seit 40, 50 Jahren Lignosulfonate in Europa, also die Lignin-Seitenprodukte. Und ich zeige Ihnen kurz, wo die herkommen und wie das dann mit dem ganzen Projekt SASFERT zusammenhängt. Im Moment sind das hauptsächlich Dispersionshilfsstoffe, Bindehilfsmittel und so weiter. Und deswegen bin ich ein bisschen kritisch zu dem Titel der Session. Das sind keine Abfallstoffe und keine Reststoffe. Alle diese Stoffe haben eine Verwendung. Aus denen wird Energie gemacht, ob das jetzt die Fernwärmeeinspeisung für Graz Nord ist oder ob unser Werk damit am Laufen gehalten wird. Und das ist sehr CO2-neutral. Parallel dazu werden diese Produkte verkauft und tragen zur Profitabilität von SAPI bei. Das heißt, es gibt keine Lignosulfonate oder Ligninseen. Die haben eine Verwendung. Wenn man jetzt etwas daraus machen möchte, muss man sich was einfallen lassen. Und da ist SASFERT eine tolle Idee, um aus diesen Lignosulfonaten eine Beschichtung für nachhaltige, biobasierte Düngemittel zu machen. Kurze Zusammenfassung: unsere Einsatzstoffe für die Zellstoffkochung, unser Nebenprodukt, Energiegewinnung, Seitenstrom, wird natürlich auch verkauft über SAPI Biotech. Unser Hauptprodukt mit der Hemicellulose drauf geht in unsere Papierproduktion. Das ist der große Unterschied. Wenn man Papier produziert, dann hat man weniger Essigsäure, Furfural als Seitenprodukte, weil wir mögen das gerne auf unserem Papier drauf, sonst wird aus dem Papier nichts. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, dass wir diesen Kochprozess in Europa zumindest dreimal in 3 Standorten verwenden. Und dahinter geschalten ist ein massiver technischer Kreisprozess. Wie gesagt, es muss für jede weitere Value-Added Verwendung von diesen Lignosulfonaten, muss es einen energetischen oder chemischen Ersatz geben. Das heißt, wie wir im Projekt SASFERT gezeigt haben,
Und in Gradkorn passiert das jetzt. Das Werk Gradkorn hat den Kohlekessel abgeschalten. Es wird jetzt ein Multi-Feedstock-Boiler angefahren, der mit Biomasse und vor allem Biomasse-Reststoffen verwertet wird. Wie das der Kollege von der Best vorher gesagt hat, da fahren keine wunderbaren Holzchips mehr hinein, aus denen man auch Zellstoff und Lignosulfonate gewinnen können. Das ist als Gesamtzusammenfassung sind das Abfallreststoffe aus dem Wald. Schaut nicht viel anders aus wie ein Waldboden. Natürlich ist unsere Aufgabe jetzt, diese Value-Added Products herzustellen. Und da müssen wir jetzt an den Vortrag von Professor Gübitz heute am Vormittag zurückdenken. Der hat uns gezeigt, wie uns Enzyme als biobasierte Katalysatoren helfen können, diese Stoffe weiterzuentwickeln. Und die Frau Kienberger hat heute gezeigt, wie man Lignin weiter aufspalten kann oder Teile davon herabspalten kann. Wir haben davon gehört, dass Vanillin gewonnen werden kann. Die Bokum, Professor Gübitz, hat eine ganz tolle Sache entwickelt. Sie haben gesagt, wir bauen den Baum jetzt wieder zusammen. Wir setzen das Material wieder zusammen. Das heißt, so wie es euch die Natur macht, haben wir über eine Lakase, über dieses Enzym, eine Radikalreaktion und repolymerisieren dann den Stoff wieder zu einem neuen Produkt. Jetzt ist es so, dass man, wenn man jetzt diese Stoffe entwickelt und polymerisiert, dann ändern sich ihre Eigenschaften. Man macht wieder was Neues oder was Ähnliches, was es schon gegeben hat. Und Sie sehen da ein Molekulargewicht und eine Viskosität und eine Reaktionszeit als Zusammenfassung. Und damit das heißt, man kann dann diese Eigenschaften von diesem Stoff tunen. Im Projekt SASFIRT war es unsere Aufgabe, eine biobasierte Beschichtung für Bodenverbesserer beispielsweise herzustellen. Das hat folgenden Effekt: Düngemittel und Bodenverbesserer sind normalerweise mit Anti-Dust-Coatings zum Beispiel beschichtet, dass sie nicht zerfallen, nicht so sehr stauben oder um auch Mikroorganismen damit zu transportieren. Und ich habe hier so einen beschichteten Soil Improver, so einen Bodenverbesserer mit. Den haben wir mit unseren polymerisierten Lignosulfonaten beschichtet. Und natürlich haben wir auch schauen müssen, dieser neue Stoff, den wir da entwickelt haben, schädigt ja die Natur irgendwie. Und dann die Kollegen auf der BOKU im Projekt SASFIRT, haben wir beschlossen, ja, im Prinzip müssten wir jetzt schauen, wenn wir jetzt den Salat düngen, schädigt das Material den Salat, wir vergiften den Salat jetzt. Da haben große Mengen, Faktor 300 mehr, als über diese Düngemittelbeschichtungen in den Boden kommen würden, dazugegeben und haben geschaut, in dem Fall ist das Eisbergsalat, keimt der schlechter, wächst der schlechter, haben wir irgendwelche negativen Effekte. Und dann haben wir gesehen, nein, natürlich nicht, weil es im Prinzip auch ein Naturprodukt ist und somit haben wir gesehen, okay, wenn wir jetzt das Düngemittel-Beschichtungsmaterial verkaufen, schädigen wir nicht die Umwelt. Im Großen und Ganzen war es dann möglich, im Projekt SASFIRT zu zeigen, dass man zum Beispiel mit diesem Bodenverbesserern das Wachstum von Rollrasen verbessern kann. Sie sehen hier, ist keine Düngung und das ist der Wachstum oder das Gewicht von diesen Rasen über die Zeit. Und damit Sie sich was vorstellen können, wie man das nachprüft, habe ich Ihnen ein Video von der BOKU mitgebracht. Vorsicht, die Studenten und Postdocs und Dissertanten, die da das Düngemittelmaterial ausbringen, das ist nicht giftig, was Sie dann im Video sehen werden. Es ist Corona und deswegen haben Sie Masken drauf. Und jetzt hoffen wir, dass das Video funktioniert. Das ist immer ein Risiko. SASFIRT, a BBI JU Horizon 2020 project, develops multifunctional fertilizers. Over its duration, the SASFIRT project is expected to produce several groundbreaking results and novel products. Amongst these are specialty soil improvers based on byproducts from the production of wood pulp called lignosulfonates. These lignosulfonates-based soil improvers are being developed for several agricultural applications, including the greening of lawns, thereby ensuring future capturing of nutrients and fertilizers, maintaining soil fertility years after application, increasing efficacy, and reducing frequency of fertilizer application. The fielders marked out an area which would act as the test sample to see if the soil improvers are more effective than the current methods of fertilizing. This will allow them to compare current practices and different formulations over the course of the season. SASFIRT aims to promote the use of lignosulfonate soil improvers to reduce over-fertilization and support a reduction and replacement of harmful fertilizers. The effect of the soil improvers on the germination and growth will be investigated over the coming months. Sie haben gesehen, wie
die Kollegen von der BOKU damals eben dieses Rasenwachstum überprüft haben, immer wieder kontrolliert haben, wie sich das entwickelt, alle wissenschaftlichen Methoden, die dafür notwendig waren, um zu zeigen, wie gut das Material funktioniert. Und damit bin ich auch schon am Ende von meiner Präsentation. Ich möchte Ihnen nur ein Foto zeigen aus dem Sommer 2021. Sie können das sehen im Machfeld, ein bisschen nördlich von hier. Das ist der ungedüngte Rasen, der relativ hell ist. Und wenn der Rasen schön dunkelgrün ist, dann haben die Bodenverbesserer gewirkt. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wie SAPI dabei ist, eine biobasierte Kreislaufwirtschaft in Zukunft mit Value-Added Products zu etablieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und ich würde jetzt alle Vortragenden, also Herr Stipsitz, Herr Kuber und auch Sie beide, gerne nochmal auf die Bühne bitten zu einer gemeinsamen Fragerunde. Vielleicht können wir jetzt im Hintergrund nochmal die Übersichtsfolie von diesem Blog zeigen, dann sehen alle nochmal und kommen Sie gerne auch hier an den Tisch, das ist vielleicht etwas gemütlicher. Genau, da sehen Sie nochmal die Vorträge, vielleicht kommt Ihnen dann die ein oder andere Frage wieder in den Kopf. Da hinten wäre eine Frage, die Kollegin kommt schon. Und zum Beantworten dann bitte einfach selbst so ein Mikro greifen. Hallo, Sabine Dvorak, FFG. Ich habe eine Frage an Matthias Gruber. Und zwar, wenn wir jetzt dahin gehen, dass wir versuchen, die Treibstoffe, vor allem auch Flüssig und Gas, durch biobasierte Treibstoffe zu ersetzen, dann kommen wir immer in die Diskussion von Konkurrenzbedingungen mit Nahrungsmittelanbau und so. Und jetzt ist meine Frage, ob es dazu Abschätzungen gibt mit den Abfällen, die zur Verfügung stehen, wie viel Prozent oder was wir da abdecken können von den Treibstoffen, die wir verbrauchen oder welche Industrien wir zum Beispiel damit füttern können? Ja, also die Frage stellt sich, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir nur Richtung dieser Reststoffe und Abfälle schauen. Also diese Debatte mit Lebensmittelindustrie und unserer, und das ist ja nicht nur sozusagen Biomasse, die direkt aus der Lebensmittelindustrie kommt, aber auch die ganze Land-Change-Diskussion. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, muss ich ehrlich zugeben, ich komme nicht aus dem Bereich. Aber was man in all diesen Studien immer sieht, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Flugverkehr hinausgreife zum Beispiel, es geht nie ohne Reduktion. Also so wie es jetzt im Moment ist, so viel Treibstoff, wie verbraucht wird, das schafft keine Studie darzustellen, dass das rein erneuerbar funktioniert. Also das war für mich immer so augenöffnend. Also alle diese Studien gehen immer davon aus, dass diese Industrien sich auch verkleinern müssen, also dass Flugverkehr einfach runtergehen muss. Aber eine exakte Zahl kann ich jetzt leider so ad hoc nicht nennen. Nein. Danke. Da vorne wäre eine Frage. Kamletner Florian Ikoblus, grüß Gott. Herr Kuber, eine Frage hätte ich schon noch. Danke für den sehr guten Vortrag. Hat mir auch sehr gut gefallen, vor allem diese Ausblicke und auch das eine oder andere Forderung, die formuliert worden ist. Fachliche Frage bei den Gasreinigungstechnologien. In welche Richtung geht momentan der Trend und wo sind die größten Herausforderungen Ihrer Meinung nach? Ja, die Gasreinigung ist relativ komplex, je komplexer der Reststoff wird. Also wir haben, um das vielleicht kurz zu skizzieren, wenn man sich unsere Kette anschaut, also man kommt bei uns aus der Gaserzeugung raus mit dem Synthesegas, dann fahrt man über Wärmetauscher, Partikelfiltration, einen warmen Lösungsmittelwäscher, einen kalten Lösungsmittelwäscher, Aktivkohlefilter, Zinkoxidfilter und dann traut man sich auf einen Katalysator. Also es ist eine Mischung sozusagen aus Nasswäschen, Lösungsmittelwäschen und Adsorptionsverfahren über Aktivkohlefilter zum Beispiel. Was wir da versuchen zu optimieren, ist zum Beispiel dieser kalte Wäscher, den ich erwähnt habe, das ist halt ein Lösungsmittelwäscher, der ist bei 2 bis 3 Grad, hat relativ hohen Verbrauch an Lösungsmittel, das ist einfach ein teures Betriebsmittel. Da untersuchen wir jetzt, ob man sowas durch Temperaturwechsel-Adsorptionsverfahren ersetzen kann. Also wir versuchen da halt die Kette möglichst kurz zu wählen und in diesen Adsorptionsverfahren mehr als nur einen Stoff abzutrennen. Klassische Aktivkohlefilter in solchen Ketten trennen halt Schwefelverbindungen ab. Wir untersuchen da halt sowas wie Benzol-Toluol-Abtrennung über Adsorptionsverfahren, einfach damit man die Kette kürzer macht. Es gibt aber wahnsinnig viele verschiedene Ansätze, das zu tun. Also wir haben das sicher auch nicht alles bei uns, das sage ich gleich dazu. Also Gasreinigung ist wirklich komplex und machen viele. Was man, glaube ich, unterschätzt ist, alle sagen immer, es funktioniert nur dann, wenn wir vom teuren Holz wegkommen und stattdessen einen billigen Reststoff nehmen. Gleichzeitig wird aber die Komplexität des Prozesses massiv viel höher.
Also die Reststoffe kommen halt dann mit hohen Schwefel, Chlor, Stickstofffrachten, mit anderen Verunreinigungen, die ich alle dann in der Kette angehen muss. Das heißt, das funktioniert nur, wenn man möglichst effiziente oder gute Gasreinigungstechnologien hat. Wir bei uns forschen sehr viel an Adsorption, Feststoffadsorptionsdingen und diesen Flüssigwäschen. Und da geht es viel auch um Rezirkulation. Also es ist einfach im Moment so, wir verwenden die Lösungsmittel dann üblicherweise, werden die nicht regeneriert. Das heißt, da in Regenerationszyklen reinzukommen, Lösungsmittel wiederverwenden zu können, Dinge im Kreis zu führen, ist im Moment, glaube ich, der beste Ansatz, den wir haben. Aber da gibt es von anderen Forschungsgruppen noch sehr, sehr gute Ideen, die wir uns auch gerne anschauen würden. Ne? Also es ist ein recht komplexes Feld, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Thomas Timmer von der Biobase. Danke für den Beitrag zum SASFERT-Projekt. Da wird ja sehr schön die Wertschöpfungskette dargestellt. Und ich habe gehört, das Projekt endet jetzt bald. Das heißt, wenn ich jetzt mir die Wertschöpfungskette auch in Richtung Agrana anschaue und sich auch die Produkte ja, sagen wir mal, jetzt schon produzieren oder grundsätzlich Düngemittel produzieren, werden Sie zukünftig diese Technologie noch anwenden? Und wenn nein, was sind die vielleicht die Hindernisgründe? Welche Technologien hinsichtlich Anwendung? Das Coating, was Nikolaus Schweiger auch dargestellt hat. Also grundsätzlich sind wir in diesem Projekt SASFERT ein Konsortium aus unterschiedlichen Partnern, Industriepartnern, Universitäten etc. Nicht jede Technologie ist dann anwendbar für die Prozesse der einzelnen Firmen. Das Coating speziell jetzt ist für unser Produkt Biogenasol, was wir innerhalb der Agrana jetzt in diesem Projekt mit beigetragen haben, nicht möglich, ist jetzt auch nicht wirklich sinnvoll. Man muss einfach unterscheiden zwischen mineralischen Düngemitteln und organischen Düngemitteln hinsichtlich der Freisetzung der Nährstoffe, des Abbaus etc. Also ein organischer Dünger, so wie es jetzt bei unserem Biogenasol ist, würde kein Coating benötigen, weil er zwar von der Mineralisierungskurve her relativ rasch binnen 14 Tage anspringt, aber dann doch auf ein moderates Niveau herabfällt, sodass es zu keiner Austragung bei Nitrat kommt. Das heißt, er wäre irgendwie von der Leistung her wie ein Rindermist gleichgestellt. Was wir aber schon versuchen, ist, Know-how aus dem Projekt mitzunehmen. Und wir haben einen Konsortiumpartner auch gehabt, der Biogele produziert hat, eben aus dem Ligninsulfonat von der Firma Sappi. Und da versuchen wir schon, dass wir nicht nur dieses Produkt nachher für den Markt als Hydrogel rausbringen über diesen Partner, sondern dass wir auch ein sogenanntes Nutrigel daraus machen, sprich einfach das Produkt mit einer Nährstoffkomponente, mit einem Dünger, der Nährstoff in sich hat, zu vermischen, damit dieses Gel nicht nur die Fähigkeit nachher hat, Wasser dementsprechend zu speichern, sondern auch die Fähigkeit hat, wenn es wirklich zu einer schnelleren Freisetzung kommen sollte, dass die Pflanze nicht die Zeit haben würde, diese Nährstoffe aufzugreifen, dass das Gel auch die Nährstoffe aufgreift und zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder für die Pflanze zur Verfügung stellt. Also das würden wir schon mitmachen, aber im Speziellen jetzt beim Coating hätte es wenig Sinn. Vorne war noch eine Frage? Oder, okay, dann so rum. Ich bin nicht verdrängen. Thomas Jackel, BMK, herzlichen Dank für die interessanten Vorträge. Generell haben Wirtschaftszweige, die mit heterogenen Abfallströmen agieren und diese wieder in den Wertstoffkreislauf bringen wollen, das Thema, dass sie dann einfach mit Virgin-Materialien konkurrieren. Und ein Nachteil, besonders wenn es sich um komplexe Matrices handelt, eine Gefahr könnte sein, dass man in der Produktspezifikation, wenn man Reststoffe, und ich denke, bei Lignin haben wir ja heute mehrfach gehört, dass es sich um durchaus komplexe Mischungen handelt, dass es ein Problem sein könnte, dass Produkte, die aus komplexen Matrices wiederhergestellt werden, schwer zu spezifizieren sind. Ist das in der Produktentwicklung bei Ihnen ein Thema gewesen? Ja, genau. Entschuldigung. Genau deswegen haben wir diese Versuche mit dem Salat gemacht. Wir wollten einfach sehen, ist das Material verträglich für den Boden? Und das hat die BOKU sehr gut bewiesen, dass wir da keine negativen Effekte haben. Aber es hängt brutal mit einem Kochprozess zusammen. Es hängt einfach mit den Stoffen zusammen, die daherkommen. Und das muss man wirklich gut vorab beurteilen, ob das möglich ist oder nicht. Und jede Anwendung ist ein Spezialfall.
Ich weiß zwar nicht, ob es genau das ist, was Sie jetzt fragen, aber mir ist eine gute Geschichte dazu eingefallen. Wir diskutieren zum Beispiel gerade bei der Treibstoffherstellung. Also wir wollen aus Reststoffen, aus Müll einen Treibstoff machen. Völlig ungeklärt ist in dieser ganzen Kette nach wie vor und wir diskutieren das über Regulatorien, über das Abfallende. Wo haben wir denn eigentlich Abfallende erreicht? Ist es dann der Motor im Auto oder im Flugzeug? Weil dann darf sich jedes Flugzeug und jeder Lastwagen als Müllverbrennung zertifizieren lassen. Das wird wahnsinnig komplex plötzlich, wenn ich in diese Abfallverordnungen hineinfallen. Meiner Meinung nach heißt das nicht, dass das technisch nicht möglich ist. Und es ist die Diskussion für einen Wissenschaftler und Techniker auch ganz absurd, weil wir reden über Wasserstoff- und CO-Moleküle und die schauen genauso aus, ob sie Virgin Material sind oder aus einem Synthesegas kommen. Aber die Regulatorien gibt es noch nicht dafür. Also es ist nicht so klar, wie die Spezifikation für sowas ausschaut. Und das mit dem Abfallende erzähle ich immer, weil die Diskussion so weit gereicht hat, dass dann wirklich die Busse zum Beispiel in Wien gesagt hat, dann wäre jeder Bus eine Abfallverbrennungsmaschine. Dann kommt man natürlich in eine juristische Absurddebatte hinein und da ist noch ein ganz schöner Weg, den wir gehen müssen. Ja. Jetzt hätte ich bald meine Frage vergessen, weil das bringt mir auf eine gute Idee, wie wir den Luftverkehr reduzieren könnten, wenn wir jedes Flugzeug als Abfallverbrennungsanlage einer UVP-Prüfung unterziehen, dann haben wir es herunter. Die starten nicht mehr in den nächsten Jahren. Nein, Scherz beiseite und ganz eine andere Frage eigentlich, nämlich an den Kollegen Stipsitz. Haben Sie eigentlich mit den Städten schon mal Kontakt gehabt? Weil mein letzter Kontakt mit der Stadt Wien war, dass sie auf gar keinen Fall Biotonnen im innerstädtischen Bereich aufstellen wollen, weil sie sich für die Nagetiere fürchten, die damit angelockt werden. Also darum meine Frage, inwieweit sind da die Städte bei Ihrem Projekt eingebunden? Also bei dem Projekt war der Koordinator der Müllentsorgungsbetrieb von Valencia, also eine andere Stadt natürlich, aber hat hier versucht, neue Produkte auch zu erschließen. Ja, Nagetiere sind sicher ein Thema. Es ist in Städten besonders schwierig natürlich, diese Sammlung auch durchzusetzen. Da gebe ich Ihnen voll recht. Es ist trotzdem wichtig, das mal auch für die Müllverbrennung, dann ist es wichtig, das hier rauszubekommen, weil man sonst hier Einbußen beim Brennwert hat. Ja. Und hier halt auch einen Rohstoff hat, der nicht unbedingt jetzt in Konkurrenz zu anderen Prozessen steht. Ja. Genau. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich sowohl für die spannenden Antworten als auch für die spannenden Fragen. Genau. Alle anderen Fragen bitte später. Funktioniert das Mikro? Ich höre mich selber etwas leiser als vorher. Ja, danke. Genau, also nochmal einen herzlichen Applaus. Und wir kommen jetzt zum letzten offiziellen Teil sozusagen, vor Verabschiedung und dann auch dem Netzwerken und dem Besichtigen der Marktstände, und zwar zur Blitzlicht-Session. Dort sind insgesamt 7 Vorträge angedacht, sehr kurze Vorträge, wobei der erste, der von der FFG kommt, etwas länger ist. Danach sind alle Vorträge auf 3 Minuten angedacht. Ich werde dann mit einer kleinen Zeitkarte die letzte Minute auch anzeigen. Genau, jetzt würde ich gleich zum ersten Vortrag von der FFG kommen, und zwar von Frau Theresa van Hösel. Und sie wird uns etwas zu den aktuellen Tätigkeiten berichten. Ja, danke schön. Mein Name ist Theresa van Hussel. Ich arbeite in der FFG im Bereich europäische und internationale Programme. Und ich werde Ihnen ganz kurz, ihr habt gerade gehört, mein Vortrag kann ein bisschen länger dauern, er dauert aber gar nicht länger, glaube ich, kurz einen Überblick geben über die europäischen Fördermöglichkeiten für die Bioökonomie. Ursprünglich war geplant, dass meine Kollegin ein bisschen einen Überblick über die nationale Förderlandschaft gibt. Die ist aber leider krank, deswegen gibt es jetzt mehr von den europäischen Programmen. Den Vortrag von meiner Kollegin gibt es aber dann im Nachgang auch auf der Homepage von der Veranstaltung. Ja, also ich bin nationale Kontaktstelle in Horizon Europe für die Bereiche Lebensmittel und Bioökonomie. Und in Horizon Europe gibt es vor allem eine Partnerschaft, die sich speziell mit der Bioökonomie beschäftigt. Das ist Circular Biobased Europe Joint Undertaking, kurz CBE. Und es ist eine Partnerschaft aus der Europäischen Kommission gemeinsam mit dem Biobased Industries Consortium.
Das heißt, in allen Projekten, die da gefördert werden aus dieser Partnerschaft, ist die Industriebeteiligung besonders wichtig. Und finanziert werden Projekte, die biobasierte Lösungen umsetzen. Die Partnerschaft läuft für 10 Jahre und hat insgesamt ein Budget von 2 Milliarden Euro. Das heißt, 1 Milliarde kommt von der Kommission, die andere kommt von dem Biobased Industries Consortium. Und CBI gilt als Nachfolgepartnerschaft von BBI und wir haben heute schon einige Projekte gehört, die aus dieser Partnerschaft BBI gefördert wurden. Wieder zurück zu CBI, also was jetzt gerade läuft. Es gab bis jetzt 2 Calls, einen Call 2022, da haben wir schon Ergebnisse. Kann ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Und zwar hat es von österreichischen Organisationen 30 Einreichungen gegeben. Sie sehen in der Grafik, wo diese Einreichungen hergekommen sind. Also ungefähr ein Drittel von wissenschaftlichen Organisationen, ein Drittel von außeruniversitären Organisationen und ein Drittel von der Privatwirtschaft. Und die aus der Privatwirtschaft, das waren vor allem, also zu 80% KMUs, die da eingereicht haben. Die Erfolgsrate ist nicht zu niedrig, es sind 23% und bis jetzt sind ein bisschen über 2 Millionen Euro nach Österreich gekommen. Die nächste Chance gibt es jetzt oder demnächst. Also der nächste Call in CBI öffnet im April 2024. Das Arbeitsprogramm ist so gut wie fertig und wird demnächst veröffentlicht. Ich weiß, viele von Ihnen haben es auch schon gesehen und sind schon dabei zu überlegen, wo sie einreichen. Es gibt ungefähr 200 Millionen Euro Budget und der Fokus ist auf Innovation Actions, also auf solche Projekte, die schon eher marktnah sind. Keine Grundlagenforschung, sondern schon eher nahe am Markt. Grundsätzlich sind die Einreichungen in CBI so wie für Horizon-Projekte, wie Sie es vielleicht kennen. Es gibt aber einige Besonderheiten und deswegen möchte ich Sie einladen, dass Sie mich kontaktieren oder später auch mit mir sprechen. Also wenn Sie planen einzureichen, dann bitte gerne zu mir. Ich kann Sie unterstützen, einerseits zu schauen, ob Ihre Projektidee in die Ausschreibung passt, ob es vielleicht nicht passt, gibt es vielleicht eine andere Ausschreibung, die besser passt. Was wir als FFG auch anbieten, ist ein sogenannter Proposal-Check. Also wenn Sie nahezu fertig sind mit Ihrem Antrag, schicken Sie den mir und ich versetze mich in die Lage des Reviewers und gebe Ihnen dann Feedback. Also so wie Sie die Rolle vielleicht der FFG aus den nationalen Förderschienen kennen, ist meine ein bisschen anders. Also ich gebe Ihnen kein Geld, das Geld kommt von der Kommission und ich bin dazu da, dass Sie erfolgreich sind. Also es ist auch in meinem Interesse, dass Sie das Projekt bekommen. Genau. Und noch ganz kurz, grundsätzlich gibt es im Cluster 6 auch speziell einen Schwerpunkt für die Bioökonomie, also einen Themenschwerpunkt. Und da sind die Calls jetzt gerade geöffnet und Ende Februar sind die Deadlines. Da gibt es auch gut 150 Millionen Euro und 16 verschiedene Themen, wo man einreichen kann. Und noch zusätzlich, vielleicht haben Sie schon gehört über die New European Bauhaus Initiative. Da gibt es auch Themen, die die Bioökonomie betreffen. Also auch da gibt es Geld, das man sich abholen kann. Genau, also viele Millionen auf europäischer Ebene, die man sich holen kann. Ich hoffe, Sie holen sich diese Millionen und ich unterstütze Sie da gerne dabei. Danke. Vielen Dank. Genau, alle Fragen, die jetzt auch in der Blitzlicht-Session aufkommen, bitte einfach direkt mit in die Session danach, nämlich die Netzwerk-Session sozusagen, nehmen. Ich würde gerne gleich weitermachen mit dem Herrn Hettegger. Er ist Leiter des Christian-Doppler-Labors und da kommt er schon, genau. Christian-Doppler-Labor für Zellulose-Hightech-Materialien. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Okay. Deutsch. Vielen Dank. Es freut mich, hier das Christian-Doppler-Labor vorstellen zu dürfen. Bitte gleich in den Akkonieder. Das CD-Labor läuft jetzt seit März aktiv, dreht sich alles im Prinzip im Bereich Zellstoff. Wir haben 4 Industriepartner, von denen heute auch 2 da sind, das freut mich sehr. Also wenn wir die zellulose Wertschöpfungskette anschauen, ausgehend vom Holz oder Wald, Holz, dann Pulp,
Zellstoffherstellung, da ist zum Beispiel Lenzing natürlich ein großer Player, aber auch Metadynea hat sich auf das Thema im Prinzip draufgesetzt oder versucht mit uns, dass wir hier was weiterbringen. Weiterer Themengebiet wäre Papier, Delfort, Wattens Papier in Tirol und in weiterer Folge, wenn wir zum Beispiel bei den Lenzing-Fasern bleiben oder Fasern generell im Kleidungsbereich, in der weiteren Bearbeitung und der Wertschöpfungskette zum Beispiel das Vienna Textile Lab, die biologische Farbstoffe herstellen. Das Schöne am CD-Labor, und wir haben das heute auch schon gehört, ist, dass eine langfristige Zusammenarbeit geplant ist. Also CD-Labore sind anwendungsorientierte Grundlagenforschung mit im Prinzip einem Ziel am Ende der 7 Jahre, sei es zum Beispiel ein Pilotversuch, im besten Fall irgendwo ein Pilotmaßstab, Entwicklung. Und das bietet das CD-Labor an, also das Fördermodell an sich. Und wir versuchen heute an der Uni-Seite im Prinzip links und rechts zu schauen, auf Grundlagenseite und uns diese Grundlagen anzuschauen. Was sind die konkreten Themen, die sind auch draußen am Poster dargestellt? Bei Delfort Papier, so Papiere hat wahrscheinlich jeder von Ihnen schon mit der Hand gehabt, das sind so Dünndruckpapiere, zum Beispiel auch bei einem bekannten Fastfood-Händler. Das sind Stärkungsstrategien für zum Beispiel Zigarettenfilterprodukte. Jetzt erwähne ich Fastfood-Hersteller und Zigarettenfilterprodukte. Das sind jetzt nicht gerade wirklich Themen, die, das habe ich ja beim Review-Prozess, Begutachtungsprozess gemerkt, die wirklich gut ankommen. Das war durchaus kritisch, aber man kann zum Beispiel bei den Zigarettenfiltern durchaus die ökologische Karte spielen. Wenn das biologisch abbaubare Filter sind, ist natürlich der Impact durchaus ein großer im Vergleich zum jetzigen Zellulose-Acetat-Material. Weitere Themen im Falle von Metadynea wären biobasierte Klebstoff- und Bindemittelmaterialien. Hier schauen wir uns zum Beispiel Recycling und Regenerierung von einer kritischen Prozesschemikalie an. Bei Lenzing geht es um Chemie im Lyocell-Prozess, um das im Prinzip auf einen Satz runterzubrechen, und im Vienna Textile Lab um ein Downstream-Processing von bakteriellen Farbstoffen für zum Beispiel Textilanwendungen, aber auch Lebensmittelbereich. Und das war's schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Genau, draußen haben Sie auch einen Marktstand mit einem Poster, wo man Sie ansuchen kann. Als nächstes würde ich den Herr Timmel, Thomas Timmel von der BioBase, auf die Bühne bitten. Geht das gleich da, hervorragend. Vielen Dank. Hubert, wo steht er? Da hinten. Bibelbuchdruckpapier, kannst du auch sagen, das ist komplett wertfrei und wird nicht in die falsche Kehle kommen. Kannst du noch Koranbuchdruckpapier sagen? Ich weiß, dass sich die jedes Jahr nämlich darum streiten, wer die höchste Auflage hat und immer wissen, wie viel hat der andere gedruckt, und dann drucke ich auch viel. So viel zum meist aufgelegten Buch der Welt. Die BioBase ist kein Projekt im eigentlichen Sinn, sondern wir sind vom BMK dafür eingesetzt worden, die Vernetzung und den gegenseitigen Austausch im Bereich der biobasierten Industrie oder Bioökonomie im Allgemeinen und Kreislaufwirtschaft zu forcieren. Ich habe dazu einerseits ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht. Das sind unsere Factsheets, mit denen wir zu unterschiedlichen Themen Informationen zusammenstellen. Da, wenn man sagt, hey, Holz als Rohstoffquelle der Bioökonomie, wir haben heute schon, also vorher bei der Umfrage schon gewesen, Holz ist angeblich ein Abfall, zumindest bei der Umfrage ist er im Reststoff- und Abfallbereich genannt worden, ein bisschen schräg. Also hier ist es eindeutig eine Rohstoffquelle der Bioökonomie, wo wir Informationen zusammengefasst haben. Das Gleiche geht aber auch für die Vielseitigkeit von Fasern oder auch eben das Thema Carbon Capture and Utilization. Was machen wir als BioBase? Ganz allgemein, wir versuchen mit unseren Veranstaltungen die Bubble etwas aufzubrechen, neue Leute an den Tisch zu bekommen, da wo Technologie-Herausforderungen sind, aufzuzeigen, welche Stärkefelder wir in Österreich schon haben, welche Lösungen vielleicht schon wo etabliert sind, wo vielleicht gleiche Unternehmen aus ähnlichen Branchen an dem gleichen Problem arbeiten. Das Ganze machen wir nicht nur für Technologien, sondern auch für die Herausforderungen der anderen Art. Ich habe vor allem Thomas Jackel schon über das Thema Abfallwirtschaft gesprochen und wir haben uns auch vorher schon zugelächelt, wie es um die Busse der Stadt Wien gegangen ist. Also wir wissen ganz genau, dass
im Sinne der Kreislaufwirtschaft wir nicht von Abfällen reden sollten, weil wenn es einmal ein Abfall ist, dann haben wir eigentlich so ein richtiges Problem. Wir sollten schauen, dass wir davor die Kurve kratzen. Das ist das, was die BioBase unter anderem macht, aufzeigen, welche Wertschöpfungswege ergeben sich sonst noch. Wer interessiert sich vielleicht für ein Nebenprodukt des einen, wo er sagt, hey, das könnte mein Rohstoff der Zukunft werden, diese Vernetzungen stärker zusammenzubekommen. Ich kann jetzt einerseits versuchen, einen Rückblick zu machen über die Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben. Ich ziehe es vor, einen Ausblick zu machen. Wir werden uns im nächsten Jahr intensiv dem Thema der Baustoffe widmen, nicht nur der biobasierten Baustoffe, sondern versuchen auch ganz grundsätzlich nachhaltigere Baustoffe zu adressieren, weil ich glaube, dass viele Akteure in dem Bereich tätig sind, die versuchen, ihren Beitrag zum Thema zur Erreichung der Klimaziele zu bewerkstelligen, und man kann nicht an jeder Stelle Holz durch Beton ersetzen und man kann auch nicht an jeder Stelle Beton durch Holz ersetzen, um dieses oft gespielte Match aufzugreifen. Wir werden uns intensiv auch mit dem Thema der Lebensmittelreststoffe auseinandersetzen, weil wir wissen, dass dort ein ganz großer Beitrag oder ein großer Teil, eine große Rohstoffressource für die Bioökonomie besteht. Die Entwicklungsziele im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung greifen aber auch schon bei uns Platz. Wir kriegen verstärkt Anfragen in dem Bereich, wo wir Unternehmen ganz gezielt auch zur Entwicklung einer Klimastrategie unterstützen und schauen, was machen andere, wiederum auch den Netzwerkgedanken hochleben lassen und sagen, wie können wir Aktivitäten setzen, wie kann man vielleicht auch voneinander lernen, wo haben wir vielleicht auch die gleichen Aufgabenstellungen, um im Sinne der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft einen Schritt nach vorne zu tun. Also insofern, wenn Sie der Meinung sind, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich viel mehr wissen, was die anderen da sonst noch machen, aber ich habe die Kontakte nicht, kommen Sie zu uns, wir helfen gerne weiter. Dankeschön. Dann würde ich als nächstes den Herr Florian Kamleiter auf die Bühne bitten. Er ist Konsortialleiter von Bioeconomy Austria. Ein herzliches Dankeschön, dass ich auch hier das Projekt Bioeconomy Austria heute vorstellen darf. Wir haben, wie gesagt, draußen einen Stand. Am Anfang ist es erwähnt worden, im Regierungsprogramm steht ein Bioökonomie-Cluster und unser sperriger Projekttitel ist Netzwerkaufbau in Vorbereitung eines österreichischen Bioökonomie-Cluster. Das machen wir. Wer sind wir? Wir sind einmal, das Herzstück sind die Länderagenturen Oberösterreich, Niederösterreich, Innovation Salzburg, ProHolz Tirol und der Holzcluster Steiermark. Wir widmen uns in der ersten Aufbauphase der holzbasierten Bioökonomie. Warum? Das Förderlogo zeigt es, wir sind aus dem Waldfonds gefördert für diesen ersten Schritt. Wir bekommen Unterstützung unter anderem von Thomas Dimmel und Bernhard Inzberger von der BioBase, aber auch vom Umweltbundesamt und der Energieagentur. Und bei der Dissemination und dem Wissensaufbau werden wir auch unterstützt vom Ökosozialen Forum und der Universität für Bodenkultur. Bundesländerweit etwas aufbauen ist eine durchaus herausfordernde Sache, aber wie haben wir das Ganze vor? Im Jahr 2022, als das Projekt gestartet ist, gab es österreichweit unterschiedliche durch die Länder oder länderübergreifend finanzierte Cluster, indem wir uns quasi thematische Schwerpunkte geben. Wir haben gesagt, wir sind dann regionale Hubs, bauen wir in diesen Clusterorganisationen, in den Hubs Wissen auf, servicieren dann auch Unternehmen über die Bundesländergrenzen hinaus und parallel dazu wird eine Marke Bioeconomy Austria aufgebaut. Und das wird jetzt dann im Zuge dieses Jahres dann zu einem nationalen Netzwerk, es funktioniert erstaunlicherweise sehr gut, zusammenwachsen. Und dieses Netzwerk heißt Bioeconomy Austria und soll dann auch das Einfallstor zur österreichischen Bioökonomie dann werden. Wenn es dazu nähere Fragen gibt, bitte soll auch die Motivation sein, draußen bei unserem Infostand, bei uns anzukommen, bei uns vorbeizukommen. Kollege Fabian Huber von der EcoPlus ist da und auch die Kollegin Katharina Berfall von der Business Hub Austria ist ebenfalls da. Wir sind heute hier aus Niederösterreich und Oberösterreich, Ihre Ansprechpartner von Bioeconomy Austria. Herzlichen Dank und freue mich. Vielen herzlichen Dank. Ja, Mikro einfach irgendwo ablegen, wo es hinpasst. Dann würde ich als nächstes den Michael Seebacher von der Firma Fundamax auf die Bühne bitten. Er ist Projektleiter für die Entwicklung der Biofaser-Produktgruppe. Ja, danke schön für die Einleitung und danke schön für die Einladung. Die Frau Kranz-Hasura hat mich gebeten, heute
ein Highlight der biobasierten Industrie Ihnen vorzustellen. Und ich habe ein Projekt aus unserer Entwicklung mitgebracht, die biologisch abbaubare Baumschutzhülle. Jeder von uns, der schon einmal einen Waldspaziergang gemacht hat, kennt dieses Bild. Kunststoffhüllen, die im Wald herumstehen, die haben einen Zweck, und zwar schützen sie junge Forstpflanzen vor Wildverbiss. Das Problem dabei ist, dass diese Hüllen auch heute noch zum großen Teil aus Polypropylen hergestellt werden, und werden diese Hüllen, oftmals sieht man es, nicht eingesammelt, dann entstehen Bilder wie dieses und es landet das berüchtigte Mikroplastik fern von jeglicher Zivilisation mitten im Wald. Wir bei Fundamax haben gemeinsam mit dem Pflanzenschutzspezialisten Vitasec, ebenfalls einer Kärntner Firma, ein Produkt entwickelt aus unserer Biofaser, einer leimfreien Hartfaserplatte, die mit der Serienfertigung, die da kommen wird nächstes Jahr, imstande ist, pro Jahr 300 Tonnen Polypropylen pro Jahr durch unsere Baumschutzhüllen zu ersetzen. Das Ziel ist dann eben, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung auch weiterhin zu gewährleisten, ohne Plastikmüll im Wald. Und somit bin ich auch schon am Ende von diesem Highlight und freue mich, Sie auf dem Marktstand zu begrüßen. Ich habe auch zwei Stücke mitgenommen, die Sie dann begutachten können, und auch noch andere Produkte natürlich aus unserem großen Sortiment. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Seebacher. Dann, genau, er ist schon hinter mir, Herr Zimmermann von NAKU. Er ist verantwortlich für Recycling von Biokunststoff. Guten Tag, Zimmermann von der Firma NAKU. NAKU steht für natürliche Kunststoffe, das ist das, was wir seit 16 Jahren machen. Was erwartet Sie draußen am Stand? Wir machen einerseits Sackerl, das sind ganz viele Käseschlafsäcke. Ja, bitte welche mitnehmen und ausprobieren, funktioniert nämlich hervorragend, es sind genügend da. Das ist das Erste, was am Marktplatz bei uns dasteht. Dann die Flasche ist eh auch schon altbekannt. Das, was neu ist an der Flasche, wir haben die ersten Flaschen, die wir zu 20% recycelt haben. Deswegen steht auch draußen 120% nachhaltig. Und ich bin provokativ gefragt worden, wie geht denn das mit 120%, weil wir 100% nachwachsend sind und von denen 20 wieder schon recycelt haben. Und das war so die letzten 4 Jahre, wo wir uns sehr, sehr, sehr stark beschäftigt haben. Und Spritzgussartikel, so Sachen wie diese Mehrwegverpackung, die auch draußen, Kosmetik-Mehrwegverpackung, die draußen am Stand ist, das machen wir auch. Das angeheiratete Unternehmen, das ist die IM Polymer. Meine Frau ist heute nicht dabei, aber ihre Produkte habe ich mit draußen. Ausweiskarten benötigt werden, wenn sowas ähnliches wie Klimaticket oder solche Sachen, dann gibt es das nachwachsend und kompostierbar bei ihr auch bis hin zu Bankkarten mit Chips und solchen Sachen. Daneben gibt es sowas wie Pflanzenstecker und sie macht auch noch, aber noch nicht in der Kaffeekapselprojekt, aber das ist noch in der Forschung, das gibt es noch nicht als fertiges Produkt, so wie es da ist. Das, was das jetzt von der Technologie für hier jetzt sicherlich spannend ist, das ist das, dass wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, Biokunststoffe auch zu recyceln. Wir sind dort im chemischen Recycling drinnen, weil das physikalische Recycling, wir sind im Nahrungsmittelkontaktbereich, deswegen ist physikalisches Recycling derzeit von den Zulassungen schwierig für uns. Und chemisches Recycling funktioniert eigentlich sehr, sehr gut mit Milchsäure. Bitte uns die Daumen halten. Wir sind da gerade an einer Patenteinreichung, das chemisch zu machen, und zwar ohne Lösungsmittel, so wie das sonst eigentlich üblich ist und was uns ein bisschen so rechts vorholen würde und sicherlich, was ganz entscheidend ist für das, ist, wie NAKU weiter tut. Die Flasche, wie gesagt, mit den 20% steht auch schon draußen. Warum tun wir uns das an? Ja, warum tun wir uns das an, als Flaschenproduzent selber zu schauen, dass wir chemisch recyceln und dass wir eine Flasche auf den Tisch stellen, die 120% hat und 20% eben rezykliert ist, weil sonst kein anderer macht. Ja, ich hätte das gern, wenn das jemand anderer macht, aber es ist eine Notwendigkeit, dass wir die Flaschen auch rezyklieren, nicht zuletzt, weil wir Recyclingquoten vorgeschrieben bekommen werden, ja, weil es auch klar die Richtung gehen, in die es gehen
wird müssen, ja, dass wir nachwachsende Ressourcen nicht nur nachwachsend verwenden, sondern dass wir sie auch noch im Kreislauf führen noch dazu. Und nämlich nicht nur in dem großen nachwachsenden Kreislauf, der natürlich energetisch aufwendiger ist, sondern auch noch in den kleinen drinnen. Bitte draußen die Flasche anschauen. Bitte für die vom Ministerium eine Bitte dazu. Wenn wir solche Sachen wie Verpackungsverordnung oder sowas haben, ja, ich weiß jetzt, super wäre es natürlich, wenn der große Kreislauf, das Nachwachsende dort, wenn man dort ein bisschen bevorzugt behandelt werden würde, aber ganz schlimm wäre es für mich, wenn zum Beispiel, wir haben heute vom enzymatischen Recycling gehört, wir haben vom chemischen Recycling da jetzt, wenn die dort nicht vorkommen, dann kann es mir unter Umständen passieren, dass ich in 4 Jahren, 3, 4, 5 Jahren meine Flasche unter Umständen sogar als Lebensmittelverpackung verboten wird. Ja, was ein bisschen schade wäre für das, wenn man da über neue Technologien spricht, ja, und auch relativ lang an denen dran ist. Wie gesagt, für uns ganz, ganz wichtig, sie einfach hinzustellen und zu sagen, nein, es geht und es ist machbar, deswegen tun wir uns das an und draußen kann man sehen und Käseschlafsack mitnehmen. Die Flasche sieht man auch, wie sie verrottet draußen, weil das auch immer so eine Frage ist, wie ist das mit Kompostierung, warum ist es nicht geschickt dazu, nein, in den Kunststoff, damit wir sie rezyklieren können. Das sind solche Fragen, für die wir zuständig sind und die man gerne am Stand mit uns und unseren Blickweisen dazu diskutieren kann. Falls es sich nicht ergibt, dass wir da plaudern, da wären meine Kontaktdaten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Den übernehme ich. Ich moderiere mich nämlich jetzt sozusagen selbst an, weil meine Kollegin Erika Gangelberger, die eigentlich die Blitzlicht-Session halten wollte, erkrankt ist. Ich möchte Sie aber auch einladen, weil wir auch mit einem Mini-Infostand sozusagen draußen stehen. Für alle, die es relevant ist, möchten wir Sie zur Bioraffinerie-Broschüre einladen, die wir im Auftrag des BMK einrichten werden in den nächsten Monaten. Genau, jetzt muss ich selbst weiterschalten. Genau, kurz ein paar Sätze zu Ögut. Ich werde jetzt nicht auf alle Dienstleistungen eingehen, die wir anbieten, aber vielleicht interessant, also wir sind 1985 gegründet worden als Plattform für Verwaltung, Umwelt und Wirtschaft. Und wir entwickeln, vermitteln und vernetzen Wissen. Das tun wir unter anderem in Form einer von Broschüren. Diese Broschüre hier, die wurde heute schon vorgestellt von der Theresa Matusek. Das ist eine Broschüre, die man sich sozusagen mal anschauen kann, als wie könnte eine Bioraffinerie-Broschüre vielleicht auch aussehen. Also es wird Ähnlichkeiten geben sozusagen. Kurz Bioraffinerie-Aktivitäten, was verstehen wir darunter? Auch diese erste Definition ganz oben haben wir heute schon gesehen, ich glaube in der Präsentation von der Frau Fackler. Wichtig ist uns eben in der Broschüre, dass es um eine effiziente und vollständige Nutzung von Biomasse geht, dass es eine kaskadische Nutzung von Biomasse stattfindet eben. Und wir wollen vor allem auch Vorreiter in Branchen darstellen und auch erste Schritte in Richtung Bioraffinerie gerne mit aufnehmen. Wie wird diese Bioraffinerie-Broschüre aussehen? Es wird Statements von Expertinnen und Experten geben, es wird eine Einführung in das Thema geben, Herausforderungen und Chancen werden beleuchtet. Dann die letzten 4 Punkte sind relevanter für heute und für Sie. Und zwar wollen wir einige Unternehmen darstellen. Agrana ist ein Beispiel, die in dieser Broschüre schon vorkommen wird, aber wir sind auch offen noch für weitere InteressentInnen. Dann vor allem Forschungsprojekte, Pilotanlagen, auch wenn man sich dort vernetzen möchte, wenn man vielleicht Pilotanlagen anbietet für Forschungsprojekte, die gemeinsam genutzt werden können. Das wäre auch so ein Punkt, wo man gerne sich eben listen lassen kann, genauso wie TechnologieanbieterInnen. Und Sie sehen unten die Kontaktmöglichkeit über meine Kollegin Veronika Reinberg. Wir haben draußen am Marktstand einen kleinen Infoflyer, wo nochmal die wichtigsten Dinge draufstehen. Es gibt auch Visitenkarten von meiner Kollegin, also können Sie sich gerne eine mitnehmen und dann Kontakt aufnehmen. Hier ist noch ein Bild von dem Team Ressource und Konsum. Einen entsprechenden Folder gibt es auch draußen zum Anschauen. Und damit wäre ich von meiner Seite fertig mit diesem Blitzlicht und würde jetzt als Abschluss, bevor wir dann in die Netzwerk-Session draußen gehen und die Marktstände besichtigen, den Herrn Zillner noch auf die Bühne bitten für ein Resümee und Abschluss. Ich verabschiede mich schon mal von den Online-TeilnehmerInnen und freue mich dann aus Vernetzen mit allen, die vor Ort da sind. Vielen Dank. Applaus
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt nur einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Die meisten kennen mich ja ohnehin. Mein Name ist Theodor Zillner, ich bin aus der Abteilung des BMK, die für Forschung zuständig ist. Gemeinsam mit dem René und der Theresa und dem Alexander sind wir zuständig für die FDI-Geschichten im Bereich Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie oder biobasierte Industrie, wie es früher geheißen hat. Ich muss mich entschuldigen bei meinem Zusammenräumen jetzt, dass ich nicht auf die Vormittagsvorträge eingehen kann, weil da war ich leider Gottes nicht hier, weil ich musste an einer anderen Sitzung teilnehmen, wo wir darüber diskutiert haben, welche Industrieprojekte wir jetzt in die Umsetzung schicken und welchen wir eine Förderung zusagen, weil es ist ähnlich, wie es hier uns passiert ist, die Krankheit schlägt zu. Es waren dort so wenig Leute, dass es auf jede Stimme angekommen ist, um auch beschlussfähig zu sein und die Industrieprojekte auf den Weg zu schicken. Und deswegen habe ich dort teilgenommen und nicht hier. Also in dem Sinne verzeihen Sie mir vielleicht, es war in dem Sinne tatsächlich notwendig, um was voranzubringen. Und das ist auch mein Punkt, mit dem ich eigentlich dem Herrn Kube ein bisschen antworten möchte. Einerseits, es ist einfach so, wir haben durchaus in Zusammenwirken mit dem Fachverband der chemischen Industrie hier im Haus schon die Seele gefühlt auch. Aber da haben wir halt nicht gegen Corona und gegen Punschstände gleichzeitig antreten müssen. Und das ist einfach eine schwierige Ausgangssituation heute hier. Und darum freut es mich aber trotzdem, dass doch viele da sind. Und ich würde fast ein Bonmot von einem meiner Universitätsprofessoren, weil das ist zwar schon ganz lang her, aber trotzdem eine Sache, die man sich merken kann, nachschieben. Der hat einmal gesagt, in einer Lehrveranstaltung, da waren wir wirklich noch sehr viel weniger. Und dann hat er gemeint, ihm ist es eigentlich lieber, er hat zumindest einen Zuhörer, der sich wirklich dafür interessiert, als er dann vollen Saal und alle schlafen. Also in dem Sinne, ich bin überzeugt davon, dieser Saal, der hier ist, interessiert sich wirklich und hat zugehört und will wirklich an diesem Thema arbeiten. Und in dem Sinne ist es auch heute zwar ausgedünnt, aber ein gutes Publikum. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer Ihnen zu sagen, wir machen weiter. Das Format wird weitergeführt werden von unserer Seite. Wir hören jetzt nicht auf, nur weil wir eine 10-Jahres-Feier haben, sondern wir streben die nächsten 10 Jahre an. Also wir ziehen da durch. Es gibt noch viel zu tun. Wir lassen uns daher auch nicht stoppen auf diesem Weg. Wir werden schauen, inwieweit wir das Ganze gleich nennen, anders nennen, Sie werden es wieder erkennen, wenn wir es durchführen, wenn man diesen ganzen Trubel und Umänderungen der Namensgebung, Sie haben ja auch schon gehört, die Kreislaufwirtschaft heißt jetzt dann auch Kreislaufwirtschaft und Produktion, aber das soll für Sie kein Problem sein, mit Ihren Themen, mit Ihren Ideen bei uns zu landen, und in dem Sinne wird es sicherlich weitergehen. Mir bleibt in dem Fall nur noch zu danken, danken bei der Wirtschaftskammer, dass wir wieder hier sein durften. Danke bei der ÖGUT, dass Sie trotz Ihrer Krankheitsausfälle uns geholfen haben, das Ganze zu organisieren. Danke bei Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie vorgetragen haben, dass Sie mit uns gemeinsam diskutieren und dass Sie hoffentlich jetzt da beim Networking, das jetzt noch ansteht, einige gute neue Ideen haben, weil es ist noch viel zu tun. Aber wir nähern uns auch schon der Umsetzung. Wir haben einige sehr, sehr spannende Industrieprojekte heute Vormittag auf den Weg geschickt, wo wirklich schon die Investition angestanden ist und nicht mehr nur die Forschung. In dem Sinne, danke von meiner Seite, und darf ich jetzt sagen, das Buffet ist eröffnet. Das sage ich nämlich am liebsten immer. Ist keins mehr draußen? Ah! Also dann ist das Netzwerk eröffnet.